Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Poketalk Podcast hier auf YouTube. Nicht auf iTunes, aber vielleicht auf Soundcloud, sehr wahrscheinlich. Und ja, einfach einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Wann auch immer ihr das Ganze hier hört. Im Bett, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder wann auch immer. Hallöchen in die Runde. Hallo. Ein ganz schöner, seichter Anfang. Und Dennis ist, glaube ich, gerade eingepennt oder hat sein Eis im Mund vergessen. Was? weil du kein Hallo gesagt hast. Natürlich habe ich nicht Hallo Dennis gesagt. Dennis hat Hallo gesagt. Ah, gut, ich habe es nicht gehört. Tut mir leid. Jedenfalls, investier mal Geld für Wattestäbchen. Jedenfalls, so zum kleinen Anfang dieser Folge. Danke für das Feedback, was wir von den Leuten bekommen haben, die es sich komplett angehört haben. Das war durchweg positiv. Wir hatten zwar leider kleine technische Probleme gehabt. Das sollte jetzt allerdings für diese Folge behoben sein. Das heißt, das müsste eigentlich alles passen. Und wir haben ja ein paar Mal gesagt, wir wollen das Ganze auf iTunes bringen. Das funktioniert leider nicht so, ist aber, denke ich, auch gar nicht so nötig, denn so schlimm, ihr könnt das Ganze euch ja hier auf YouTube anhören, auf den jeweiligen Kanälen, oder ihr könnt das Ganze ganz gemütlich über Soundcloud runterladen, weil da werden wir das nämlich auch hochladen. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und ja, das wäre eigentlich so das zum Vollgeplänkel, was ich jetzt so loswerden wollte. Richtig, also gibt eigentlich wir nur dasselbe zum nur Zurücksagen, also ja, auch für die Pokémon JM-Leute. Genau. Danke für eure tollen Rückmeldungen. Und danke an Mandy BTS Zombie für das 6000. Abo, das du mir schön im Kommentar dagelassen hast auf dem Podcast. Yeah. Ja. Stimmt, Stefan hat seine 6000 Abos bekommen. Yay, ich Party! Also ich finde, da kann man mal klatschen. Da kann man schon mal klatschen. Ja, wirklich, da kann man schon mal klatschen. Ein Meilenstein in der Geschichte YouTube. In der Geschichte der Pokémon-Karten, des Pokémon-TCG-YouTube, was auch immer. Andere Leute machen das, was Pokémon JM in 2 Jahren geschafft haben an einem Tag. Aber schön, dass wir jetzt auch mittlerweile hier angekommen sind. Ja, klar. Ja, also jeder Anfang ist klein, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber wir sind auf einem guten Weg, ne? Wir sind auf einem guten Weg. Also auch mal nochmal kurz einen Applaus für meine ganzen Abonnenten hier. Danke fürs Abonnenten und dass ihr mich alle so toll aushält. Stefan, stell dir mal vor, irgendwann so Markus Lanz starring Pokémon JM oder so. Das wäre gut. Wir werden einfach zu einem eigenen TV-Sender. Ja, dann kommt so die Anmoderation. Und jetzt haben wir einen wunderbaren Gast, den alle von der Social-Media-Plattform YouTube kennen. Und zwar ist das Stefan von Pokémon JM. Und dann rastet er aus und schreit und... Okay. Also mir würde ja schon reichen, wenn ich den als Platz bei RTL eingenommen hätte. Ja, das wäre schon witzig gewesen. Jedenfalls, wir haben heute ein paar kleine Themen, beziehungsweise es gab anscheinend in der letzten Woche einige Leaks zum neuen Spiel, was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht noch so mitbekommen habe. Aber was ich unbedingt noch loswerden wollte, was vielleicht der ein oder andere witzig findet, denn es gibt ja im Pokémon TCG seit Jahren, also seit wie vielen Jahren? Seit 2002? Oder so? 2004, glaube ich, war es letzte Mal. 2004 gibt es keine Kadabra-Karte mehr. So, und das Thema hatten wir mal auch so in einem gemütlichen, in so einer gemütlichen Runde im Voice, wo wir einfach abends gesessen haben und da hat irgendjemand gesagt, dass... Letzte Woche. Hatten wir das? War das? Ja, das war ein Poketalk. Wir haben darüber geredet. Echt? Das war ein Podcast. Also es war direkt in der letzten Episode, wo wir über diesen Vorfall geredet haben. War das in dem Podcast? Ja, das war direkt im Podcast, PPP. Ah, das war in dem Podcast. Da habe ich gedacht, das wäre ein Witz. Und dann hat das irgendjemand noch mal in den Textchat von uns reingeschrieben, dass es wirklich real war. Und ich habe so gedacht, what? Wirklich? Es war übrigens 2003, kam das. Ah, okay. Also gut, noch mal zusammenzufassen. Es ist tatsächlich so, dass Uri Geller die Pokémon Company und Nintendo verklagt hat wegen Kadabra und es tatsächlich seitdem auch deswegen Pokémon kein Kadabra mehr als Karte druckt. Also Uri Geller hat zwar nie gewonnen, aber die Pokémon Company, um irgendwie Bullshit aus dem Weg zu gehen, drucken sie die Karte einfach nicht mehr. Korrekt. Die letzten, also die einzigen Kadabras, die es gibt es aus der Wizard of the Coast-Ära. Und seitdem es Pokémon die Karten selbst produziert, gibt es kein Kadabra. Ich wollte einfach nur mal so anmelden, weil ich hab's nämlich, als wir darüber geredet haben, habe ich gedacht, das wäre ein Scherz. Und ich fand's ganz witzig, als ich gehört habe, dass es halt kein Scherz war, weil ich so gedacht habe, what the fuck? Wieso? Naja, gut. Wir haben Leaks. Witzig, dass du dachtest, es wäre ein Scherz. Ja, weil das so surreal ist, oder die Vorstellung einfach, dass Uri Geller wegen einem fucking Löffel, was ein Pokémon trägt, den ganzen Verein verklagt. Ich hab so gedacht, das ist doch nicht
real. So, ich würde mal sagen, wir hören jetzt auf, Uri Geller eine Plattform zu bieten. Dann fange ich jetzt mal an. Der soll einfach den Löffel abgeben und dann ist gut. Dennis ist wieder on point mit seinem... Oh, Wahnsinn, unglaublich. Naja, diese Überleitung. Genau, ich würde jetzt auch mal sagen, genug off-topic gelabert, das können wir uns für später nochmal aufheben. Wir haben massenweise Leaks. Ich glaube, Flo hat die Seite schon offen, oder? Ja. Letzte Woche, man muss sich das ungefähr so vorstellen, letzte Woche gab es einen Typen, der bei Nintendo angeblich arbeitet und jetzt seinen Job riskiert und irgendwie riesen viele Leaks geleakt hat. Genau, weil er hat sowieso vor, er glaubt, er wird dafür gekündigt und hat sowieso aber vor, selbst zu kündigen oder wegzugehen von Nintendo und deswegen hat er die Leaks rausgehauen. So ist zumindest die Story dahinter. Storytime. Der erste Leak ist, die Spiele finden in Kanto und einer unbekannten Region statt. In einer unbekannten Region. In Kanto, das heißt, und in einer zweiten Region. Steht irgendwie noch was dabei, inwiefern das abgehen soll? Also ob das, dass du Kanto durchspielst und dann weiterreist? Oder? Nee, das ist, kommt im nächsten Punkt dann, glaube ich. Es kommen noch mehr Punkte. Genau. Punkt 2 ist, der Typ ist sich nicht sicher, ob das mit der 100 Jahre Zukunft angeht. Es gibt da wohl irgendwie ein Gerücht, dass es 100 Jahre in der Zukunft spielen soll. Mhm. Aber Rot und Blau sollen in den Spielen vorkommen und deutlich gealtert sein. Na gut, es wird ja eigentlich dieses 100 Jahre in die Zukunft dann eigentlich schon wieder ausschließen. Weil auch wenn Rot und Blau älter im Spiel sind, ich glaube nicht, dass sie die dann gleich um 100 Jahre, oder dass sie allgemein älter als 100 werden. Wäre ja schon ein bisschen hardcore. Ja, nee, das wird wahrscheinlich ja so 50, 60 Jahre Zukunft sein. Mhm. Generation 8 hat er confirmed. Genau, also es ist definitiv Gen 8, was kommt, genau. Richtig, es wird Gen 8 sein. Kanto unterscheidet sich in diesem Spiel sehr, sehr stark von Kanto in den vergangenen Spielen. Es gab eine Tragödie, die dafür gesorgte, dass Kanto in verschiedene kleine Inseln zerbrach. Lol. Alola 2.0. Das war tatsächlich auch das Erste, was ich mir gedacht habe. Also ich habe es ein bisschen sacken lassen und im Nachgang finde ich es eigentlich gar nicht mehr, oder bin ich gespannt, aber es ist natürlich, ich weiß nicht, wieso, dass sie das machen. Wieso nehmen sie Kanto und zerbrechen das? Wieso nehmen sie die tolle Region, mit der jeder aufgewachsen, oder viele aufgewachsen sind, und machen die kaputt in der Tragödie? Das finde ich aber prinzipiell gar nicht so schlecht, weil es so eine mitreißende Story wahrscheinlich sein könnte, wenn du nochmal dahin kommst, wo du früher, ich sag mal so, in deiner Kindheit warst und dann siehst, wie sich dieser Ort verändert hat oder was daraus passiert ist. Und das halt so mit einer mitreißenden Story finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja gut, könnte natürlich auch. Also war, wie gesagt, im ersten Moment habe ich so darüber gedacht, je länger, dass ich drüber nachdenke, finde ich es aber auch eigentlich nicht verkehrt. Weil es halt einfach, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, man sieht einfach, wie sich das Ganze verändert hat, was passiert ist, und wenn es allgemein eher eine Tragödie werden soll, von storytechnisch und so weiter, dann passt es natürlich ganz gut rein. Also hört sich auf jeden Fall mal besser an, als wenn du jetzt sagen würdest, ja, das spielt halt in Kanto. Mhm, ja, das spielt halt in Kanto in der Zukunft. Richtig. Richtig. Nächste Leak ist, in der Mitte der Inseln formt sich eine riesige neue Insel. Sie ist größer als jede der Alola-Inseln, so groß, dass sie als eigene Region gilt. Vermutlich wird das dann die zweite Region sein. Genau, neben Kanto, also dass Kanto quasi eine Inselregion wird, die um der neuen Region ist. Also du reist quasi einmal im Kreis und dann geht's in die Mitte. Ungefähr. Ich muss sagen, hört sich jetzt prinzipiell gar nicht so schlecht an. Ja, also es ist auf jeden Fall, es hört sich interessant an. Ne? Man hat dann Inseln und man hat Festland. Also könnte eine coole Story auch allgemein werden. Also mich interessiert es jetzt schon, wieso das dazu gekommen ist. Ne? Ja, das stimmt. Und vor allem, woher kam die neue Region? Also für mich hört sich der Start nach Meteoriteneinschlag an, aber der Urknall. Ja, ich meine, wenn eine neue große Insel in der Mitte ist, alles andere ist zersprengt, logische Folge, Meteorit ist eingeschlagen und der Meteorit ist jetzt die neue Insel. Ja, aber mal eine Frage. Ist das nicht so, dass Kanto direkt an Johto grenzt? Was ist dann mit Johto passiert? Gute Frage. Boom. Kommt aber auch noch in den Punkt. Glaube ich. Also soweit ich irgendwo gelesen habe. Ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es in irgendeinem League, also wir werden später nochmal drüber stolpern wahrscheinlich, aber es ist irgendwie da, also ich habe auch rausgelesen, man kann oder man soll zusätzlich zu diesen zwei Regionen
die ja mehr oder weniger eine Region oder so sind. Ich weiß es nicht. Man soll nach Johto reisen können. Jedoch gibt es in Johto dann nicht mehr die Gym Challenge, sondern die Region hat sich ein neues Trainerprogramm einfallen lassen, was der Inselwanderung vor Alola entsprechen soll. Also eher dann auch Late Game irgendwie. Also das heißt, ja, wenn man die Reise in der Hauptregion bzw. Kanto und der neuen Region abgeschlossen hat, dann kann man rüber zu Johto wandern und dann da diese in Anführungszeichen Inselwanderschaft machen oder sowas. Also theoretisch drei Regionen. Drei Regionen, ja, genau. Das wäre Hammer. Das wäre geil. Also, es würde auch tatsächlich, mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, aber ich habe ja beim letzten Mal noch erzählt, ne, dass ich mir, oder was ich mir wünschen würde, wäre, dass du machst Kanto, du machst deine 8 Orden in Kanto und dann, wenn du das Spiel durchgespielt hast, Pokémon Liga und so weiter und deine Pokémon alle auf Level 80, 100 oder was auch immer wäre, du dann auf Alola reisen kannst und dann die Inselwanderschaft machen kannst mit dem Boss-Pokémon, ja, die halt dann viel stärker sind. Stimmt. Und so in ungefähr steht es jetzt hier tatsächlich drin, in diesen, in Anführungszeichen, Leaks von der Arbeitet Nintendo Stefan dabei. Vielleicht sogar bei Nintendo, man weiß es ja nicht. Stefan, man weiß es raushaut. Nicht. Vielleicht war ich der. Genau. Die Leaks rausgehauen hat, ja. Stefan, kannst du mir mal sagen, warum du so einen Job kündigen willst? Ja? Jetzt, wo es raus ist. Die bezahlen halt PPP-Style, bro. Ja, bezahlen halt nicht so gut, ne? Ja, komm, wenn es für einen Jacuzzi reicht. So, was war jetzt der nächste Punkt? Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, es ist wahr, einige der italienischen Leaks hatten recht. Die kleinen Inseln Kantos umgeben eine größere Region, die als Hauptmetropole gilt. Ja. Moment nochmal, die kleinen Inseln? Ja, die kleinen Inseln sind wahrscheinlich irgendwelche Stücke von Kanto, umgeben die große Insel und die große Insel gilt als Hauptmetropole. Also entweder, ja, keine Ahnung, entweder als Hauptmet oder eigene Region, keine Ahnung. Ja. Aber es ist im Grunde wieder dasselbe, was hier steht. Ja. Nächster Punkt ist, Pokémon ändert seine Richtung mit diesem Spiel drastisch. Sie werden alle mit einem neuen Geheimrezept überraschen, keine Ahnung, was das sein soll, welches sie sich für die Switch ausgedacht haben. Die geheime Zutat. Das ist sehr vage. Ja, ein sehr vage, es ist komisch. Also ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meinen. Ich habe vorhin mir noch ein YouTube-Video angeguckt, ein aktuelles, über irgendwelche neuen, was heißt ein Rumor auf Deutsch? Gerücht. Gerücht. Ja, Gerücht. Dieser Moment, wenn man die deutschen Wörter vergisst und nur noch die englischen weiß, ey. Das ist so schrecklich. Denk nicht for the win. Indem er über neue Gerüchte labert und da hat's irgendwie, gibt einer an, dass die Fangtechnik im neuen Pokémon Switch dem vom Pokémon Go ähneln soll. Also, dass man den Pokéball selbst aufs Pokémon werfen soll. Oh no. Entweder über den Touch-Bildschirm oder über die Joy-Cons von der Switch. Also, habt ihr mal so einen Joy-Con in der Hand gehabt? Ja, ich habe einen Switch. Mit denen kann man das richtig geil umsetzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, klar, aber will ich das wirklich, wenn ich jetzt in der... Das macht vielleicht, das ist so ein Feature, das macht ein-, zweimal richtig Bock. Wenn du so einen Pokéball wirklich gefühlt wirfst, das macht ein-, zweimal richtig Bock. Es ist ein mega geiles Feature, aber wenn du es wirklich dann einfach nur spielen willst, ist es wahrscheinlich übelst nervig. Du musst jetzt, bitte bedenken mal aber auch, dass die Switch ja nicht nur eine Heimkonsole ist, sondern auch ein Handheld eigentlich, also zum Mitholen ist. Da kannst du ja dann theoretisch nicht die Joy-Cons. Nee, sondern da müsstest du das über diesen Touchscreen machen, wie bei Pokémon, also so hat es zumindest in diesem Gerücht geheißen, wie bei Pokémon Go, ne? Dass du halt einfach dann den Ball so nach oben ziehst und rüber, oder du halt so einen Curved Ball wirfst oder so. Das fände ich aber nur cool, ich weiß jetzt nicht, wie ich es bei nicht Pokémon cool Go, finden. Musst ganz ehrlich, du den mich nervt es in Pokémon Go schon. Oder Pokémon Sid. Jedenfalls, Wie ist denn das bei Pokémon Go? Hat man da dann auch eine garantierte Fangchance, wenn man es trifft, das Pokémon? Oder muss man es erst treffen und dann muss es noch im Ball bleiben? Richtig. Genau, du hast deine Catch-Rate plus deine Ziel-Rate. Und wenn du das Pokémon schon nicht triffst, dann ist der Pokéball futsch. Das heißt, du könntest theoretisch den Meisterball verkacken. Richtig. Rein theoretisch, ja. Ja, nicht nur rein theoretisch, sondern sehr praktisch. Also ich wäre wahrscheinlich einer von diesen Kandidaten, die es tatsächlich schaffen würden, den Meisterball daneben zu werfen. Stefan ist dann einer, der speichert dann kurz vor diesem Moment, bevor er den Meisterball benutzen will und geht dann immer wieder auf Safe. Solange es keine Autospeicherfunktion oder sowas gibt. Ja, oh Gott. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Es wird neue Pokémon, also sehr gut für die Leute, die Megas mochten. Ich bin da kein Fan von. Es wird neue Pokémon geben. Viele von ihnen sind Entwicklungen und Vorentwicklungen bekannter Pokémon.
Warte. Vorentwicklung von Pokémon. Entwicklung also, und Vorentwicklung von Pokémon. Neue Baby-Pokémon? Also, wahrscheinlich. Quasi. Und neue Megas? Ja. Nee, Megas würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich würde tatsächlich einfach Weiterentwicklungen so, sagen. So wie sie es damals bei Gold und Electek. Silber. Genau. So wie es damals, das war nicht Gold und Silber, das war Gen 4, glaube ich. Ja, aber Gold und Silber war ja auch der Metallmantel für Sichlor und für Onyx. Und stimmt. Ja. Aber wisst ihr, was das heißen könnte? Neue Baby-Pokémon auf dem Rare-Slot. Yeah, MTC. TCG. Weißt du, wobei es ja nicht unbedingt Baby-Pokémon sein muss. Nee, es müsste jetzt nicht direkt Baby-Pokémon aber sein. Ja, das aber das könnte echt gut passen, weil sie bringen ja aktuell immer wieder Sachen aus den Neo-Sets und aus den alten EX-Sets, bringen sie ja neue Karten. Es könnte halt tatsächlich sein, dass sie einfach hier wirklich mehr versuchen, den Schritt wieder zu machen, den sie damals mit Gold und Silber gemacht haben von den Editionen her. Und es gab ja in den Neo-Sets gab's Baby-Pokémon und die waren richtig broken. Die waren richtig broken, weil du musstest, bevor du ein Baby-Pokémon angegriffen hast, immer einen Coin-Flip machen und nur bei Kopf durftest du überhaupt angreifen. RIP. Ja, okay, das ist die waren richtig broken. Und dann gab es zum Beispiel die Pi, ist es die Vorentwicklung von Pi? Pi ist Pi, ja, ne? Genau. Ja. Genau, und Pi, das hatte den Angriff für eine Energiekarte, mische deine Hand ins Deck, mische deine Handkarten ins Deck und zieh 7 neue. Lol. Das war quasi das Shaman von damals. Ja, es gab aber ein Hardcore Gold Silver auch. Ich glaube, das Pi war sogar auch spielstark. Komplett broken damals. Ich weiß nicht mehr, was es konnte, aber es könnte interessant werden, dass dann die Sachen auch wieder zurückkommen. Das war übrigens auch was, wo mich jemand darauf hingewiesen hat, im neuen SM7-Set sind relativ viele Artworks Sachen, die es früher schon, oder aus den alten Serien. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Arctos ist zum Beispiel ein 1:1 Reprint, dass sie die Zahlen ein bisschen angepasst haben. Zu der alten X-Karte. Okay. Aber halt auch Artwork-Technik, das könnte halt auch dafür sprechen. Beziehungsweise, mal jetzt weg von den Leaks, nur so eine kleine Frage. Wie viel hat eigentlich das TCG, oder wie stark ist das eigentlich verbunden, das Spiel und das TCG? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Ich glaube nicht so stark. So gut wie gar nicht, glaube ich. Also wenn ich mich jetzt an die Geschichten oder an die Stories immer denke, die hinten auf den Displays draufstehen, so gut wie gar nichts. Also es sind komplett zwei, also ich glaube in Turbofieber war es, oder war es in Schicksal? Nee, in Schicksalsschmiede. In Schicksalsschmiede, wo zwei Pokémon-Welten über ein Portal verbunden wurden und deswegen irgendwie, keine Ahnung, wo die Mega-Pokémon teilweise auch herkamen. Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern, ich müsste so viel lügen. Aber könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass die wirklich, abgesehen von den Charakteren, die halt auf den Karten abgedruckt sind. Ja, aber auch nicht mal das, würde ich mal sagen, weil allein schon so die Tatsache, dass die jetzt Silvana und sowas geprintet haben, die haben ja mit der Alola-Region ja gar nichts zu tun. Nee. Ja gut, dann vergessen wir das einfach mal. Ich glaube, die bekommen einfach eine grobe Vorgabe von Game Freak und das war's. Also man hat halt diese Charaktervorgabe, was kann man alles nehmen, aber geschichtlich und so weiter hält sich's nicht viel an die Spiele. Also. Okay. Nee, hat mich jetzt einfach nur interessiert, dann können wir davon nochmal weggehen. Das war jetzt einfach nur so eine Randidee. Kommen wir zum nächsten Punkt. Eine Frage habe ich noch ganz kurz schnell. Ja. Für was wäre denn, weil wir jetzt ja sagen, ne, es gibt neue Entwicklungen von bereits bekannten Pokémon, für welches Pokémon würdet ihr euch eine Weiterentwicklung wünschen? Also eine ganz normale Weiterentwicklung. Was gibt's da überhaupt noch, was da noch in Frage käme? Was euch da wirklich. Tropius braucht unbedingt irgendeine Weiterentwicklung. Tropius wäre geil. Tropius wäre tatsächlich. Ist eins der Pokémon, Ich hab gesehen, es gibt eine neue Tropius-Karte sogar, tatsächlich im neuen Set. Echt? Wenn ich mich nicht versehen habe. Ja. Was wär's bei dir, Flo? Ich hätte gerne eine Vorentwicklung zu Kangama. um diesen Mythos endlich mal aufzulösen. Aufzudecken von Kangama. Ja. Ich bin gerade überlegen, was gibt's denn noch Cooles? Weißt du, was mal witzig wäre? Von irgendwelchen legendären Basics eine Vorentwicklung. Das wird eh passieren. Es gab aber schon mal Navi und Fione. Das ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme. Und Fione kann sich ja nicht zu Manafi weiterentwickeln. Geht nicht. Ja, aber die haben ja theoretisch schon irgendwie was miteinander zu tun. Habe ich nie verstanden mit Manafi und Fione, wenn ich ehrlich bin. Ja, nicht. Die haben irgendwas miteinander zu tun. Aber irgendwie auch wieder nicht. Ja, nicht mal. Wo man sagen kann, die Pokémon, die einen Megastein haben, die sind definitiv von Weiterentwicklung geblockt. Da geht gar nichts.
Nee, das genauso, ich auch nicht. Genauso wenig, wie sie eine Alola-Form hätten bekommen können. Also ich würde meine Weiterentwicklung für Panzer Aeron wünschen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Panzer Aeron wäre auch ziemlich geil. Ja. Einfach nur alleine ist und nichts, weder eine Vorentwicklung noch. Ja, Mogelbaum hat ja wenigstens das Baby-Pokémon. Ja, gut, ja, Mobile, stimmt. Ja. Könnt ihr uns ja natürlich auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt geguckt habt, was ihr euch vielleicht wünschen würdet, was eine Weiterentwicklung. Und es gibt tatsächlich in SM7 eine neue Tropius-Karte und die sieht sogar tatsächlich relativ cool aus. Sau gut, ja. Also oh mein Gott, mir fallen so viele Pokémon ein. Dummiesel zum Beispiel, was soll das? Ja, Dummiesel. Natürlich, das ist so, ja, klar. Da dachten so viele, bevor die Alola-Leaks kamen, dachten so viele, dass Zenlong die Weiterentwicklung von Dummiesel sein wird. Ist. Ah. Ich habe das Pokémon. Ich hätte gerne eine Weiterentwicklung zu Ditto. Ein größerer Klops. Oder was? Das wird es niemals geben, aber es wäre so interessant. Also ich habe gerade mal Libiskus gesehen. Libiskus wäre auch cool. Oder von. Ja, von Libiskus hier. Hat ja eigentlich eine indirekte Weiterentwicklung, was auch kein Mensch versteht, wieso das Marmolida, glaube ich, ist das Pokémon, oder? Der Fisch. Alola Mola oder Almolma. Alola Mamola. Irgendwie so, ja. Das ja aussieht eigentlich wie ein weiterentwickeltes Libiskus, aber keines ist. Was auch cool wäre, Kecleon zum Beispiel. Ja. Kecleon wäre auch geil. So was, das wäre ein. Relikant wäre vielleicht auch cool. Ja, es oder gibt so viele Pokémon, die einfach nur da sind. Ja, genau, aber nicht Waldorfisch. Zum Beispiel. Relaxo. Relaxo. Weil ja, theoretisch, wenn wir jetzt mal. Aber noch ein größeres Relaxo. Oh, Mamfaxo, stimmt, gibt es ja schon. Eine Weiterentwicklung von Relaxo wäre eigentlich schon fast OP irgendwie, keine Ahnung. Oder es wäre dann geil. Es wäre so, wenn es dann da als Entwicklungsstein irgendwie so eine Art Diätkur gibt und dann wird Relaxo halt voll dieser dünne, agile Lauch oder so, ey. So ein skinny, sporty Relaxo. Ja, genau. Oder die haben auch Vorentwicklungen. Nee, aber was eigentlich doch realistisch wäre, wenn man das jetzt mal so kombiniert, sag ich mal, es soll ja ein Kanto-Spiel, oder zumindest mal ein zerrissenen Kanto spielen, dass es vielleicht von Gen 1 Pokémon, die keine Weiterentwicklung hatten oder die noch nicht wirklich was hatten, dass vielleicht davon was kommt. Aber mir fällt da spontan gar nicht so viel ein. Kangama hast du ja jetzt schon gesagt. Hat doch Megastein. Was? Oh, nee, nicht wie eine Vorentwicklung. Lapras. Gen 1 gibt's Lapras. Halt wirklich nicht viel. Lapras. Ja, Lapras wäre eins der wenigen. Pinsir, aber Pinsir hat halt schon mega. Also, dass Pinsir dann noch eine Weiterentwicklung so bekommt, glaube ich nicht. Weil dann wäre es das einzige Pokémon, das eine Mittelentwicklung ist, aber eine Mega-Entwicklung hat. Das funktioniert nicht. Ja, was bleibt denn noch? Ibitak vielleicht. Ibitak ist bloß so ein Zwei-Stufen-Entwicklungs-Pokémon. Ne? Zum Beispiel. Vielleicht, keine oder Ahnung. Porenta gesagt, könnte noch Porenta. Eine Weiterentwicklung kriegen. Porenta, ja. Oder. Das wird dann das Larry-Pokémon der Lauf. Electek hat was, das Signature Pokémon von PvP. Was Electek hat schon. Ja, Electek hat schon, sage ich ja. Leider. Rosanna könnte auch was vertragen. Rosanna könnte was, ja. Auch, wenn's, aber, auch wenn Cursilla schon als Baby-Pokémon ja, da ist. Ja, aber selbst da auch wäre auch. Rosanna selbst, ja. Was wird es noch so geben? Keine Ahnung. Fallen einem tatsächlich irgendwie richtig wenig ein, ne, was da noch. Nee, aber was nicht schon irgendwie eine. Die Region ist. Kanto ist neben Johto. Ja. Vielleicht. Die sind verbunden. Ja. Über den vielleicht kommt ja was von Johto rüber. Was so also ich habe auch in einem wurde. Leak gelesen, dass es anfangs so sein soll, dass auf diesen Kanto-Inseln man nur in Anführungszeichen die 151 Pokémon hat, plus ein paar mysteriöse von der 8. Gen. Und dann halt der restliche der 8. Gen-Mons irgendwie auf der Hauptinsel halt sein soll. Logisch. Also, keine Ahnung. Und aber apropos Leaks, kommen wir doch zum nächsten Punkt. Sehr gut! Sorry, das war diese Überleitung. Sehr gut. Ich weiß nichts über Gorochu, da haben wir letztes Mal, glaube ich, drüber geredet. Ja, genau. Ja. Die Weiterentwicklung von Raichu. Aber Evoli erhält eine neue Entwicklung, die auch im kommenden Kinofilm zu sehen sein wird. Vielleicht mal eine Frage. Habt ihr irgendwelche Pokémon-Filme letztens gesehen? Überhaupt nee. Irgendwann mal? Den letzten, den ich gesehen habe, war der Hooper-Film und der war awesome. Den letzten, den ich gesehen habe, glaube ich, war der Film, ich bin mir nicht mehr sicher, mit Latias und Latios oder der ja, mit den habe ich auch gesehen. Ich glaube, ich habe beide gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welchen zuletzt und welchen davor.
Weil ich habe keine aktuellen gesehen. Der letzte, den ich gesehen habe, war auch dieser mit Latias und Latios, das, was in, also das war es genau, der in Venedig, in diesem Venedig-Verschnitt gespielt hat. Ja, genau, richtig, richtig. Aber seitdem, ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe auch keine Ahnung. Wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten eigentlich beim nächsten Pre-Release, könnten wir doch mal einen schönen Pokémon-Filmeabend machen, oder? Ja, können wir natürlich viel auch machen, wenn wir dann bei mir auf den Beamer werfen und dann ja, das ist Pokémon. Doch super, weil Stefan hat immer viel bestimmt und dann machen wir das mal. Bayern, oder? Natürlich, Leute, hat er viel Alkohol. Alkohol habe ich genügend. Und jedes Mal, wenn irgendwie Hooper sagt, dann müssen wir einen kurzen trinken. Das ist doch gut. Da bist du aber schnell voll. Vodafone Gigaspeed. Prost. Ja, komm, das ist eine Sache, die schreibe ich jetzt mal auf die Liste. Die kannst du auf die Liste schreiben, was wir machen, wenn wir bei mir sind. Ja, richtig. So. Aber Jungs, wir müssen ein bisschen vorankommen. Wir haben noch einige Punkte. Wir schweifen zu viel also, ab gerade. Ich sage ja, das also wollte ich zumindest jetzt mal sagen. Ich bin mir ziemlich sicher gewesen, wie ich gesagt habe, dass wir heute die ganze Stunde wird sich eigentlich nur um Gen 8 und das neue spielen, weil es so viel verdammte Leaks sind. Und wir sind schon bei fast einer halben. Und ich weiß auch nicht, man könnte jetzt noch googeln, wann der nächste Kinofilm denn rauskommt für die neue Entwicklung von Evoli. Ich meine, das ist mittlerweile, glaube ich, ziemlich also das ist einer der wenigen Punkte, glaube ich, wo man fast zu 99% sagen können, der ist confirmed. Weil egal in welcher Quelle... Ja, genau, neue Evolution. Egal in welche Quelle, dass man guckt, jeder labert von einer neuen Evolution. Gut, Gen das haben wir aber bei Gen 7 wahrscheinlich auch schon. Aber ich bin mir sicher, dass wir eine neue Evolution bekommen. Es ist nur die Frage, welche. Ich habe jetzt erst vor heute auch gelesen, es soll eine Flug-Evolution werden. Lol. Ja, ich traue da ja eher Michis Worten, muss ich ja mal zugeben. Mit der Drachen-Evolution, ja. Korrekt. Mit der Drachen-Evolution, weil Evolis immer speziell waren und Drachen die einzige spezielle ist, die noch fehlt. Die noch fehlt. Also eine Drache-Evolution würde ich machen. Eine Geist wäre zwar auch geil, obwohl es. Aber eine Geist wäre halt badass. Ein Geist. So wiederbelebtes Eevee, Alter. Ja, Mann. Das könnte mich so richtig. Geil und so halb tot, halb lebendig. Würde ja zu dem Katastrophen-Thema ja passen. So ein Geistform, also so optisch wie ein Gengar und dann halt die Form von Nachtara noch so ein bisschen umgeändert. Alter, wie geil das aussehen würde. Einfach mit dem Punkt, dass ein Geist ist, kannst du so viel geile Sachen anstellen. Das stimmt. Das Ding könnte einfach so badass werden. Ne? Kommen wir zum nächsten Punkt. Weil wir müssen, wie gesagt, müssen vorankommen. Die Kampfmechaniken bleiben relativ dieselben wie bisher. Die Gerüchte über die Go-Interaktion, in die Spiele sind aufgepusht und übertrieben. Gott sei Dank. Pokémon kommen in der Overworld vor. Pokémon zu fangen wird etwas schwieriger. Daraus resultiert, dass Pokébälle im Markt billiger werden. Mhm. Würde jetzt natürlich wieder die These unterstreichen mit dem, dass du Pokémon so fängst wie in Pokémon Go. Ne? Ja, sie sagen, richtig, nächster Punkt. Man kann Pokémon aus Pokémon Go in diese Spiele übertragen. Oh nein. Also das ist, ich weiß es nicht. Ich wäre gar nicht so abgeneigt. Weil wenn du es dir theoretisch so vorstellst, du spielst zu Hause und du bist aber unterwegs oder so und du, keine Ahnung, du läufst unterwegs, Pokémon Go mit deinem Handy, dem Stolos über den Weg und denkst dir, wow, scheiße, ein Stolos, ich muss fangen und du kannst es dann in ein Pokémon-Spiel übertragen. An sich geil, aber dann wäre ich gezwungen, mir Pokémon Go runterzuladen und ich habe mich bis jetzt zurückgeweigert, dieses Spiel zu spielen. Also ich würde es cool finden, auch wenn ich es noch nicht weiß, wie man sich das dann mit den Levels vorstellen muss. Wenn und du als Postbote kommst auch weit rum, also. Ja, bis das neue Spiel rauskommt, bin ich kein Postbote mehr. Damit. Aber ich weiß nicht, das hört sich jetzt ein bisschen an wie der Pokéwalker in Heart Gold Soul Silver. Ja, wobei, genau. Das war ja auch so, da konntest du ja auch Pokémon fangen, das war dann zwar nicht so wie bei Pokémon Go, aber du konntest tatsächlich auch auf diesem Pokéwalker deine Pokémon trainieren durch halt die Schritte. Und halt einfach durch kleine Minigames mit irgendwelchen Punkten, die du spielen konntest. So war das, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber also, da konntest du auch Pokémon fangen. Grundsätzlich. Aber es hört sich doch ziemlich OP an, weil doch in Pokémon Go doch auch relativ viel Legendaries oder so rumlaufen mittlerweile, oder? Das ist halt, naja, laufen so viele rum, aber du musst halt erst einmal einen fangen. Und das ist in Deutschland, sage ich mal, jetzt, wenn man Pokémon Go tatsächlich spielt, indem man unterwegs ist. Nicht gerade einfach. Zwinker, ne? Zwinker. Ohne jetzt irgendwie zu spoofen, ne? Sich rüber nach Amerika zu spoofen oder sonstiges, ist es wirklich nicht einfach, weil du brauchst für ein
für ein, also ich weiß es, ich habe bei diesen Groudon Raids mitgemacht, brauchst du mindestens 6 bis 8 Leute, die mithelfen, weil du dieses Pokémon sonst nicht down bekommst. Und dann die Catch-Rate davon. Also du musst erstmal es schaffen, dieses Pokémon innerhalb von 1,5 Minuten, glaube ich, von 90 Sekunden zu besiegen. Und dann hast du, eine, je nachdem wie viel Schaden, das du Groudon zugefügt hast, bekommst du bestimmte viele Premierbälle. Also Versuche, dieses Pokémon zu fangen. Ist im Schnitt, sage ich mal, irgendwo zwischen 6 und, oder allgemein, glaube ich, sind es zwischen 6 und 12 Bällen, was man bekommt. Und die Catch-Rate oh, okay. ist halt, als würdest du ein Legendary im Game mit half HP fangen. Ohne Schlaf okay. oder ohne Gift oder sowas. Also ist nicht gerade einfach. Nicht gerade also, einfach. Also so OP persönlich würde ich es gar nicht finden. Ganz cool finden, aber nur unter 2 Voraussetzungen. Und das ist erstens, alle Accounts werden gewiped oder es werden extra Accounts erstellt. Zweitens, sie kümmern sich richtig krass um Spoofer. Das sind die einzigen beiden, das sind unter diesen beiden Bedingungen würde ja. ich es cool finden, Pokémon Go. Wahrscheinlich. Alles andere wäre Crap. Alles andere. Also man mit den, ich glaube, also Cheat-Verfolger und so weiter sind sie mittlerweile eh ganz gut. Abgesehen von die manuell spoofen, weiß ich aus Erfahrung. Aber ansonsten würde ich es geil finden. Also so, und da, gut, dass halt, dass man die wo bis jetzt schon Jahre in Anführungszeichen gespielt haben, haben natürlich dann in dem Sinn Vorteil. Ich weiß auch nicht, wie man sich das dann vorstellen muss. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf meinem Pokémon Go Account oder ich habe Pokémon Let's Go Pikachu angefangen, habe einen Orden, mein Pikachu ist auf Level 15 oder so und ich habe im Pokémon Go aber heute zufällig einen Glurak gefangen. Was mache ich dann? Ja, kann ich mir dann einfach einen Glurak Level 36 oder Level 40 auf mein Pokémon Spiel rüber transferieren und damit dem da durchrocken oder gibt es eine Grenze, dass man sagt, du musst erst Arena-Nummer oder du musst erst 4 Orden besitzen, damit du ein Pokémon mit dem und dem WP-Level aus Pokémon Go rüberspielen kannst. Vielleicht machen sie es ja dann, wie das früher mal war mit diesen getauschten Pokémon, dass die Pokémon oder so, ja. getauscht hast, bis Level so und so dir nicht gehorchen. Dir nicht gehorchen, ja. Das wäre natürlich das eigentlich denke ich, auch, werden sie machen. Ja, klar, es gibt eigentlich auch nur Sinn. Ja. Ja. War ja jetzt in Sonne und Mond genauso mit dem Gehorchen. Ja. Ja. Also, sie werden es, vielleicht machen sie es so, wie sie es, ich weiß nicht, war das? War das Diamant und Perl, wo du deine Pokémon von der. Ja, es war Diamant Ach, und Perl. Ja, Pokémon von den GBA-Sachen rüberschieben musstest und die dann in eigener Safari deine eigenen Pokémon fangen musstest. Ja, stimmt. Das war geil. Das war auch echt eine coole Idee. Gemacht. Das war tatsächlich auch eine coole Idee. Irgendwie sowas, ja? Das wäre cool. Mal schauen. Nächster Punkt. Ja. Es gibt nur ein legendäres Schlangen-Pokémon, das bereits in einem italienischen League angesprochen wurde. Es hat unter anderem den Typen Gift. Es spielt eine große Rolle für das Kanto-Desaster. Vielleicht eine neue Ultra-Bestie? Bitte hört mir auf mit Ultra-Bestien. Ich kann die Viecher nicht mehr sehen. Weil, wenn's um, ganz ehrlich, wenn es um Desaster geht, dann fallen mir wirklich nur die Ultra-Bestien ein. Oder ist es der Return of Team Rocket, weil war WPTs nicht auch irgendwie so ein bisschen mit Team Rocket schon wieder Verbindung? Team Rocket? Ja, glaub, würde Team, doch zu Kanto passen. Ja, wir kommen doch zu diesem halt, Thema. Wir hatten halt Team Rocket erst. Und das nächste wäre WPTs ist Gen 3. Was kann legendäre Schlangen-Pokémon anstellen? Vielleicht hat ja auch Team Rocket die Welt zerstört und es war gar kein Meteorit. Wir kommen noch zu dem Gegenspielthema in Leaks. Okay. Und unter anderem Gift, das heißt noch einen anderen Typen. Was könnte ja. das sein? Im Zweifelsfall ist es Unlicht. Oder Drache. Ja. Das Drache wäre sehr naheliegend. Daher wäre es sehr naheliegend. Nächster Punkt ist, ich wurde nicht über das andere legendäre Pokémon informiert. Es taucht in der Evoli-Version auf. Also okay. Das Schlangending scheint in der Pikachu-Version vorzukommen. Okay. Und in Evoli scheint es noch ein anderes zu geben. Huh. Okay. Super Neuigkeit meiner Meinung nach. Pokémon folgen dem Spieler wieder. Game Freak hat geil. Endlich verstanden, wie wichtig es für Pokémon-Fans ist, dass sie ihm die Pokémon folgen. Das finde ich sehr gut. Das wäre super. Sehr gut. Das und das war das Beste an Heart Gold und Silver. Ja. Oder mit das Beste. Ja, wie gesagt, durch das, dass wir haben ja vorhin diesen Punkt irgendwie, glaube ich, ein bisschen überflogen.
dass Pokémons in der Overworld vorkommen. Ist ja, ja auch richtig. Das, was wir beim letzten Mal schon geredet haben. Das heißt, Pokémon laufen dann wirklich in der Welt rum und man muss sie nicht mehr per Zufall in einem Grasbüschel encountern und weiß nicht, was man encountert, sondern man kann direkt auf das Pokémon zugehen, das man fangen will. Ja. Oder man muss danach suchen. Einziger Punkt, den ich heute auch gehört habe, wo sich es vielleicht ein bisschen negativ auswirken wird, wird auf Shiny Hunting sein. No. Weil wie willst du denn, wie will man Shiny hunten, wenn die Pokémon direkt in der Overworld rumlaufen? Dann ist es ja wirklich einfach nur noch Zufall, dass du über ein Shiny läufst, aber du kannst nicht mehr irgendwie speziell danach hunten. Du kannst züchten. Ja, züchten. Züchten. Natürlich, züchten, stimmt. Stimmt, züchten wird es natürlich noch. Du kannst ganz normal züchten. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob es diese SOS-Methodik überhaupt noch gibt. Ob es dann die noch gibt, stimmt. Genau. Aber die SOS-Methode, aber ich sag mal, persönlich Shiny sagen, Encountern wird dann definitiv schwieriger als davor. Aber umso geiler wird es natürlich, wenn du dann wirklich einfach, stellt euch das mal vor, wenn ihr dann so durch diese 3D-Welt läuft und euch läuft. Und auf einmal ist ein gelbes Glumanda. Ja, genau, und dann läuft dir einfach ein gelbes Glumanda vor die Füße weg und denkst so, wow, what, das ist ein Shiny. Und dann läufst du, geil. Also kann ich mir eigentlich auch schon wieder nur geil vorstellen, wenn du dann tatsächlich eins encounterst. Also Overworld klingt immer gut. Overworld auf jeden Fall super. Das ist das, wovon Pokémon-Fans schon ewig träumen. Ja. Demon's World of Warcraft gibt's eigentlich. Ja. Hat man beim letzten Mal auch schon. Wir kommen für mich persönlich zu einem richtig geilen Punkt. Die Starter sind tatsächlich die klassischen Kanto-Starter. Man erhält als Geschenk außerdem ein Pikachu oder Evoli, abhängig von Spielversion. Toll. Finde ich persönlich mega geil. Kann ich wieder mein Shiggy kriegen, was ich immer haben will? Ich bin glücklich. Ja, es ist aber leider irgendwie, da fehlt die Innovation, finde ich, bei den Startern. Und wobei ich sagen muss, natürlich, die Starter wurden jetzt von Generation zu Generation nicht mehr besser. Irgendwie, wo wir bei Gen 5 Ausnahmen. Irgendwo. Ja, mit Ausnahmen, aber bei Gen 5 haben wir schon den Tiefpunkt erreicht. Ja. Ja. Ja, da gibt es aber gar kein Gutes. Naja, aber es gibt auch immer noch schlechtere. Also wenn ich würde mich jetzt lieber für Serpifeu entscheiden, als für dieses komische Ding aus Gen 6. Da weiß ich Namen nicht mal. Chestnut oder irgendwie so. Auf Englisch, auf Deutsch, keine Ahnung. Ja, aber komm, die sind doch mittlerweile Starter unwürdig, finde ich. Ja, also ich finde es gut, dass sie einfach die Kanto startet. Man startet höchstwahrscheinlich ja in dem neuen Kanto. Und wenn dann schon das ganze Kanto anders ist, sind wenigstens und bekommt, die Starter-Pokémon gleich geblieben. Und bekommt seine Pokémon vielleicht von Gary Eich überreicht. Das könnte natürlich tatsächlich möglich sein. Das alter Mann, genau. Das wäre mega oder, cool. Alter, da bekomme ich jetzt schon direkt Gänsehaut, wenn ich da denke. Ich auch gerade. Oder wir bekommen die Pokémon auf der Beerdigung von Professor Eich überreicht. Oh, come on. Das wäre ein bisschen zu dark, ey. Und das Evoli ist so traurig, dass es ein Geisttyp wird. Oh, ja. Dann kommt so die Witwe von Professor Eich an und sagt, hier, das hat er in seinem Testament euch hinterlegt. Das könnte bezüglich des Pikachus oder Evolis vielleicht sogar wirklich passieren. Was mich nochmal, man bekommt ja ein Evoli. Ob man dazu gedrängt wird, dieses Evoli zu der neuen Evolution zu entwickeln, also dass man immer so dahin gedrückt wird quasi, hier, du bekommst quasi den Geiststein oder was auch immer. Das kann natürlich oder möglich sein. Oder ob es einem komplett frei steht, welches Evolution man haben will. Das ist noch eine Frage, die ich mir stelle. Wahrscheinlich oder bestimmt kriegst du den Stein, aber du musst ihn nicht benutzen. Vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Vielleicht sogar doch, dass man das. Also ich könnte es mal zumindest oder ich würde es verstehen, wenn man dazu gezwungen auch wird. Weil man gezwungen, einfach so rein theoretisch mit der Evoli-Version, wenn man es jetzt vom Durchspielen her oder von der Variabilität her sieht, die wesentlich bessere Version hätte als bei der Pikachu. Weil bei der Pikachu, ja, du kriegst halt einen Pikachu. Und was kannst du damit machen? Ich aber dann du kannst so einen Raichu entwickeln. Und bei Evoli stehst du da, ja, wow, ich kann mal 8 verschiedene Evolis aussuchen, die ich haben will. Da wäre jetzt aber nochmal die Idee, wenn du dann wirklich einen Pikachu bekommst, müsste es ja eigentlich fast schon so sein, dass es da wirklich dann die neue Entwicklung gibt. Auch wenn es jetzt zwar in diesem Weg mehr oder weniger dementiert wurde. In dem Punkt vorher. Aber es heißt ja nicht, dass es auch wirklich so ist, weil das würde dann eigentlich Sinn machen, wenn man ein Pokémon geschenkt bekommt, wozu es auch eine neue Entwicklung gibt. Hier steht ganz am Anfang des Leaks steht noch ein Satz, da könnte dazu was. Die Spiele heißen Let's Go Pikachu und Evoli. Nintendo möchte das Pokémon-Franchise vergrößern, indem sie Pikachu ein Partner-Symbolfigur geben und Pokémon somit ein neues Gesicht verleihen. Daher wurde Evoli in den letzten Monaten so ins Rampenlicht gerückt.
Okay. Ja, das Kanto, ist der Grund, warum also Pikachu das mit, und mit sind. Dem mit der Go-Rochu Weiterentwicklung oder so. Was ich da bisher jetzt rausgelesen habe, ist es eigentlich bloß mehr oder weniger ein dummer Zufall, dass es jetzt rausgekommen ist in der Zeit, wo eben die neuen Editionen oder die neuen Spiele in den Gerüchten Rochu sind. Rochu ist ja schon uralt. Genau, dieses Go-Rochu war ja damals in Gen 1 eigentlich die Planung. Als man Rot und Grün entwickelt hat, hat man überlegt, Raichu noch eine zweite Weiterentwicklung zu geben, hat die Idee aber dann verworfen und einfach nur Pikachu und Raichu lassen. Von dem her ist Gorochu eigentlich ein uraltes Pokémon. Eine Idee, die vor 20 Jahren schon verworfen wurde und man eigentlich seit 20 Jahren schon weiß, dass es die gegeben hätte oder so. Ja, es mehr muss oder ja weniger. Nicht Gorochu sein. Und deswegen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es das wirklich ein Thema ist, dass man dieses Pokémon jetzt auf einmal dann doch mit reinnimmt, weil es halt jetzt geleakt wurde oder irgendjemand mal öffentlich darüber geredet hat, so ja, wir hätten eigentlich mal was geplant dafür, aber wir haben es dann wieder verworfen. Ja, aber es wäre zumindest mal, ich sag mal, prinzipiell sinnvoll, wenn man jeweils ein Pokémon kriegt, wozu es eine neue Entwicklung gibt. Aber wir haben das ja schon öfters gehabt, dass Pokémon uns sinnvoll ist, nicht immer der Fall. Ja, korrekt. Richtig. Kommen wir zum nächsten Punkt, nicht ganz so relevant. Viele Ideen dieser Spiele stammen von Fans. Das ist aber eigentlich doch relativ good relevant. Good to know. Ne? Also es ist schön zu wissen, dass sie auf die Fans hören. Wow. So, in der 80. Edition hören wir auch mal auf euch. Nee, ich finde es prinzipiell wirklich gut eigentlich. Jetzt nicht so irrelevant, wie du sagst. Das heißt, dass wirklich Feedback angenommen wird. Ja, aber der nächste Punkt ist deutlich spannender, glaub mir. Ja, aber nur dieses Prinzip oder nur, ja, dass klar. Du halt weißt, also dass klar, damit sie dass sie halt wirklich einfach mal auf die Fans hören. Wir hoffen jetzt einfach mal, sie haben auf die richtigen Fans gehört. Und sonst ja, keine. Nicht die mit dem dicksten Geldbeutel. Richtig. Ja. Aber es ist an sich natürlich eine tolle Idee. Gut. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Da kommen wir dann auch zu Sascha, seinem Team Rocket-Versuch. Das Schurkenteam unterscheidet sich sehr stark von den bisherigen. Sie sind sehr leidenschaftlich und wollen ihre Ziele durchsetzen. Ich kenne ihre Namen und ihre tatsächlichen Ziele jedoch nicht. Sie werden in Silber dargestellt. Also nicht Team Rocket. Ja, wie sie werden in Silber dargestellt? Ich glaube, sie sind silberne Klamotten an. Keine Ahnung. Also, ja, ich wollte sagen, es geht nicht um das Spiel. Nee. In Silber, so richtig fancy. Kennt ihr diese SpongeBob-Folge, wo Thaddeus durch die Zeit reist? Ja, wo alles verchromt ist. Die Zukunft ja. in diesem chromfarbenen. Ja, da wo dann diese Pflanze wächst und dann kommt ja so ein Auto und jemand steigt aus mit einem Chromspray und spritzt die Blume. Ja, genau. Super. Ja. Genau, und in dieser Farbe stelle ich mir das gerade so bildlich vor. Und dann wacht Ash einfach auf. Die Zukunft! Die Zukunft! Okay, sorry. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, also Schurkenteam, was man noch dazu sagen kann, keine Ahnung. Also ich würde jetzt Team Rocket nicht direkt abweisen. Ja? Es kann natürlich eine Weiterentwicklung von Team Rocket oder irgendeine Abdingens, also so ehemalige Team Rocket-Mitglieder, die ehemaligen Forscher von Team Rocket, die ja damals Mewtwo erfunden haben. Oder ich erschaffen meine, hallo, haben, dass sie wieder neuen Rainbow Scheiß Rocket, angestellt haben und haben damit Kanto zerstört. Und sie versuchen es vielleicht mit aller Kraft, das alte Kanto wiederherzustellen, so wie es früher war. Na, und müssen oder aber dafür halt sehr harte Wege gehen, um das wieder so zurückzubekommen. Oder Team Rocket hat die Welt zerstört und dieses Schurkenteam versucht jetzt die Welt wiederherzustellen. Weil normalerweise, es rückt sich ja immer jedes Schurkenteam ins Licht, als wären sie die Guten. Ja? Vielleicht. Eigentlich schon. Ja, deswegen sage ich ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass sie halt einfach nur total krasse Methoden gehen wollen, um das alte Kanto wiederherzustellen, das halt jemand anders verkackt hat oder so, oder sie selbst verkackt haben. Also halten wir fest, Team Rocket hat es auf jeden Fall verkackt. Es ist, aber apropos neue Welt und so, hat sich ja mehr mit dem legendären Pokémon zu tun, hatten wir ja schon. Also, ja. Nächster Punkt, die Versionsunterschiede in den Spielen sind sehr hoch, höher noch als in Schwarz und Weiß. Keine Ahnung, ich habe Schwarz-Weiß nicht wirklich gespielt, war ein Scheißspiel. Ich auch nicht. Also ich habe Schwarz-Weiß in einem Stream ja gespielt, als Nuzlocke. Ich habe halt nur eine Edition gespielt. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, Unterschiede da so groß? War da der Unterschied so groß? Keine Ahnung. Hat irgendjemand von uns gespielt? Schwarz-Weiß gespielt? Ich habe es gespielt, als es rauskam. Aber beide? Ich kann mich nicht mehr so richtig retten. Nein, nur das eine. Also. Und das andere habe ich mir dann gespart, weil es halt einfach crappy war.
Ja. Weil ich mir so gedacht habe, oh, das ist es jetzt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, in welchen Punkten Schwarz-Weiß. Aber scheinbar soll Schwarz-Weiß ja sehr unterschiedlich gewesen sein. Aber das soll wohl noch viel größere Unterschiede haben. Also, okay, dann müsste ich vielleicht auch mal beide Editionen mal anzugucken. Dann müsste ich vielleicht Schwarz auch mal nochmal irgendwann spielen. Na. Allein schon wegen den Fancy-Namen lohnt es sich, sich beide Spiele zu kaufen. Ja? Mhm. So, ja. Nächster Punkt. Plus und Minus waren ursprüngliche Ideen für die Spiele. Daraus entstand eine Idee von kleinen Inseln und einer großen Hauptinsel. Ah, okay. Toll. Ja. Nächster Punkt, das Gerücht über Ultra-Shinies stimmt nicht. So etwas gibt es nicht. Was, auch was soll denn Ultra? Sein? Ja, noch shinyere Shinies. Oder Shiny Ultra-Bestien. Nee, no. Bitte nicht. Gibt Shiny Ultra-Bestien? Wahrscheinlich naja. Schon, oder? Echt? Also sie gibt es bestimmt, definitiv. Aber man, halt kann sie in, man kann sie in Ultra-Sonne und Ultra-Mond kann man sie tatsächlich shiny hunten. Echt? Wow, okay. Ja gut, ich bin über das Glumanda nie rausgekommen, deswegen weiß ich nicht, was es noch so gibt. Und das war auch noch im normalen Sonne und Mond, PvP. Ja. Okay, weiter? Ja, der Typ scheint sehr überzeugt von dem zu sein, was er tut. Denn der nächste Punkt ist, von der Story her ist das Spiel perfekt. Ausgehend von dem, was ich gehört und gesehen habe. Es ist eines der emotionalsten Pokémon-Spiele. Die Story wird euch zum Weinen bringen. Es gibt eine tiefgründige Bedeutung hinter den Zielen des Schurken-Teams. Bobo zum Weinen. Ich finde, hat irgendjemand mal die Mystery Dungeon Spiele gespielt? Nie fertig. Nein, ich habe nur Mystery Dungeon Team Blau auf dem DS gespielt. Also ich habe damals Team Himmel gespielt, als es neu rauskam. Das ist halt schon ewig her. Ich glaube, da war ich 12 oder so. Mhm. Und da habe ich tatsächlich geheult, als die Story vorbei war, weil sie wirklich sehr emotional war. Und wenn das nochmal kommt oder wenn es, also es war wirklich, finde ich, das emotionalste Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe, auch wenn es keine Hauptstory war, aber wenn das nochmal so emotional wäre, fände ich geil. Emotionale Storys sind immer geil, aber ich hatte es bisher erst bei einem einzigen Spiel, das mich tatsächlich irgendwie gerührt hat, dass mir Tränen rausgedonnert sind. Gut, wobei ich sagen muss, es ist halt auch schon wieder ein paar Jahre her. Es muss halt echt eine heftige Story sein, wenn jetzt der hier so sagt, ja, es bringt einen zum Weinen, da muss ja jemand wirklich, also jemand, den man wirklich mag, sterben oder so. Team Eich stirbt. Team Eich. Professor Eich stirbt, habe ich doch gesagt. Nein! Ja. Doch. Den Eich EPP spoilert. Der muss doch schon tot sein. Ach wenn ja, doch vielleicht hätten wir nicht einen Spoiler-Alert machen sollen. Ja. Ups. Wir müssen doch, Team Eich, Professor Eich muss doch tot sein, wenn Rot und Blau relativ alt sind, oder? Dann, weil ja, eigentlich natürlich. Der kann gar nicht mehr drin vorkommen in dem Spiel. Ja, eben. Richtig. Er kommt einfach gar nicht drin vor, reicht doch. Danke, tschüss, nächster Punkt. Übrigens, noch so als kleine stell dir das mal vor, ein Spiel ohne einen Professor. Oder ohne einen Professor, der eigentlich Aufschlag geben für die. Das ist schon traurig. Wenn du das Spiel startest und dich empfängt nicht der Eich, sondern jemand anders. Doch, und der sagt es dann. Es empfängt dich Eich, aber Gary Eich. Ja, Gary Eich. Oder, hi, ich oder, bin Gary oder, Eich. Oder, ich bin hier, weil der Professor Eich gestorben ist. Ein Hologramm vom Professor Eich. Das könnte auch sein. Alter, das wäre richtig sad. Boah. Das wäre heartbreaking. Ich dachte jetzt schon, du sagst, boah, Alter, das wäre richtig sick. Nee. Das wäre richtig sad, Alter. Boah. Das wäre heartbreaking, wenn auf einmal ein Hologramm vom toten Professor Eich dich begrüßt. Boah. Holy shit, ja, das aber das krass. Würde doch passen zu diesem Zerstörten. Das würde passen zu dem Zerstörten und das in der Zukunft. Ja. Aber ich mir gut du vergisst, dass es ein Spiel für Kinder ist. Ja, das ist ja egal. Es soll ja heartbreaking sein. Ja, apropos, ich will ein FSK 18 Spiel haben. Also ihr dürft nach wie vor, liebe Leute, ihr dürft nach wie vor in den Kommentaren natürlich irgendwas schreiben, was ihr euren Senf dazugeben oder Sachen, die ihr selbst, keine Ahnung, einfach selbst mit interagieren. Ideen. Und im letzten Podcast hat Xperlio noch drunter geschrieben, er wird sich drüber freuen, wenn das Pokémon jugendlicher gestaltet werden würde, weil SM, Sonne und Mond einfach viel, viel zu Noob-supported waren. Von der Schwierigkeit her im Allgemeinen, von dem her, wie es ausgelegt ist. Jedenfalls, was ich noch verstehst sagen wollte. Verstehst du, was ich meine? Okay. Ja, ich verstehe. Okay. Ich nicht. Ich verstehe. Aber was ich noch sagen wollte, das, was Flo die ganze Zeit vorliest, kommt natürlich auch ohne die Videobeschreibung. Das heißt, das könnt ihr alles noch nachlesen, wo wir diese Quellen her haben. Ja, also wir posten den Link, genau.
Genau, von der Seite, den Quelllink genau. Natürlich. Und die Leute, die jetzt noch dran sind bei YouTube, die schreiben mal bitte den Hashtag Jugendlicher in die Kommentare. Das würde mich mal sehr interessieren, wer bis zu diesem Zeitpunkt das Ganze gehört hat. Und bei mir bitte PPP stinkt. Kommt bei dir nicht vor, keine Angst. So, nächster Punkt. Die Musik ist einfach unschlagbar. Wahnsinn. Next Level also, entirely, musst du noch dazu sagen. Genau. Wobei man sagen muss, die Musik in dem Spiel ist echt wichtig. Die hebt ja dann so die Sachen so klar. Hervor. Und also ich find's klar. Aber die Musik war bisher eigentlich immer gut in den Pokémon-Spielen. Ja. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich bei XY, ich weiß nicht, ob es bei XY oder bei Sonne und Mond war es so, dass ich irgendwann im Stream die Ingame-Musik ausgemacht habe, weil sie mich dermaßen abgefuckt hat, dass ich mir gedacht habe, nee, kein Bock mehr auf die Scheiße. Ich glaube, das war nicht die Musik, das war dein Glumanda. Nee, das war nicht mein Glumanda, das war schon in der Story. Ich glaube, es war wirklich in XY, wo mich die Kampfmusik sowas von dermaßen genervt hat, dass ich gesagt habe, nee. Wow, okay. Leck mich am Arsch. Ich spiele es ohne Ton und mit Musik. Also in Sonne und Mond fand ich so eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die Musik. So, das, was ein Spiel steht und fällt mit seiner Musik. Ja, ja. Ich meine, nichts kommt an Höhen. Gerade wenn es emotional sein soll. An Hauen. Ja, eben. Dann kommt nichts ran, aber ansonsten, ich hatte jetzt noch nie ein Problem mit der Hintergrundmusik von Pokémon. Gut. Okay. Ah, ich würde sagen. Ich spiele es eh immer ohne Ton, also von daher. Echt jetzt? Spielst du immer ohne Ton? Ich bin jemand, der an seinem DS seinen Ton immer aus hat. Ich nicht. Immer. Also ich glaube, ich habe das früher auch immer öfters ausgemacht. Wie gesagt, bei den Streams habe ich es ausgemacht, weil es mich zum einen genervt hat, zum anderen an manchen Stellen der Ton geleckt hat wegen meiner Capture Card, aber hauptsächlich, weil es mich genervt hat. Ich bin halt so jemand, der geprägt ist von Autofahrten mit seinen Eltern, wo die Mutter rund nach hinten gebrüllt hat, mach das scheiß Gedudel aus! Na gut, und so deswegen habe ich Pokémon eigentlich immer ohne Sound gespielt. Okay. Naja, nächster Punkt würde ich aber machen. Oder allgemein Gameboy-Spiele. Nächster Punkt, eine Menge anderer Charaktere tauchen in den Spielen auf. Sie sind natürlich deutlich älter. Eine Menge? Was? Eine Oma Menge. Cynthia. Yeah. Yes. No, nicht yeah. Oh, oh nein. Mir fällt jetzt, nein, das sage ich jetzt nicht. soll ich es mal in den Chat schreiben? Dann könnte ich, kann das nicht sagen. Ja. Was willst du denn? Oder eine alte Samantha. Sorry. Ja, das ist sie ja jetzt eigentlich schon. Da ist sie ja wirklich alt. Da wäre sie ja eigentlich, da musst du ein G davor machen, PPP. Also statt dem M ein G. Okay. Stimmt, ja, Samantha also ist ja auch schon 40. Ja, eine Oma sind ja wäre nicht so geil tatsächlich. Ein O zu wenig. Ja. Okay, wir lassen Bobs. Egal, weiter. Okay. Hast du gerade von Pia gesprochen? Oh Gott. Nächster Punkt, bitte. Dankeschön. Nächster Punkt. Bei dem Lapras-Screenshot. Ja? Zieh mal die Hupen ein. Die haben Bodenfrost gemeldet. Oh nein. Oh Gott, das blocken wir raus. Oh Gott. Nächster Punkt. Bei dem Lapras-Screenshot handelt es sich um ein Bild ungefähr von letzten September oder Oktober. Die Grafiken sind nun deutlich besser als damals. Die sind nicht mit Ultrasonne etc. vergleichbar. Es gibt eine dynamische Kamera. Dynamische Kamera, also, geil. Heißt das sehr wahrscheinlich so Zelda-Style. Ja, genau. Ja. Habt ihr diesen, wisst ihr welchen Screenshot? Von nein, tatsächlich Screenshot nicht, aber der ist gelinkt. Warte, ich kopiere normal und schreibe mal in Discord rein. Also für die Leute, die jetzt zuhören und würden den gern sehen, einfach in die Beschreibung klicken. Wir verlinken da das Bild. Das Bild meinst du jetzt? Ja, genau. Das ist jetzt das, wie es jetzt sein soll. Das ist der Screenshot von vor September, Oktober letztes Jahr. Von diesem Spiel sein. Und es würde Sinn geben, weil ich hab's nicht erkannt am Anfang. Aber wenn du dieses Bild aufmachst, sitzt auf dem Kopf von einem Trainer, der auf dem Lapras sitzt, ein Evoli. Pikachu. Ein Evoli. Stimmt. Also ein Evoli. Und es wird es tatsächlich dann irgendwie, und dass ihm auch da das Pokémon irgendwie und folgt oder so. Guck mal im Wasser rum. Da ist ein Carpador, da ist ein Garados. Ja, ist genau. Pokémon in der Oberwelt. Wasser und Inseln. Also es und es wären Inseln, also es wird tatsächlich irgendwie passen. Es wird auch Lapras wieder, durch das Inseln sind, Lapras mehr in den Vordergrund rücken und vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Weiterentwicklung für Lapras. Lapras war ja doch, aber jetzt immer also schon, Lapras war ja in Sonne und Mond als Pokémon. Ja klar, aber man wäre halt in Kanto und so. Und aber seit
Seit der ersten Pokémon-Staffel im Fernsehen ist Lapras das Pokémon drauf. Auf dem man surft, ja. Ja, immer schon gewesen. Schon immer, und ja. Was auch bei dem Screenshot gerade wichtig ist, was ich sehe, ist, es sieht definitiv nach einem neuen Screenshot aus. Es ist kein Sonne-Mond-Screenshot, weil das Lapras sonst dieses Geschirr hätte. Mhm, wie ja, bei Sonne und Mond. Also da kann man tatsächlich, ne? Also es wirkt immer mehr, als wäre es legit, ne? Denn dazu der nächste Punkt auch noch passend dazu, bedenkt außerdem, dass der Screenshot von der Handheld-Version der Switch stammt. Auf dem Fernseher sehen die Spiele natürlich noch besser aus. Ich muss aber sagen, dass ich mit der Grafik schon relativ zufrieden bin, weil ich glaube, wenn jetzt Pokémon wirklich so ultra krass mega HD wird, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es jetzt so ganz krass gesagt, also GTA-mäßig ist quasi, das fände ich, glaube ich, too much. Keine Ahnung. Also man muss, ich weiß es nicht, wie es bei jedem Pokémon aussieht, ich meine, bei Pocken haben sie es ja schon recht gut gemacht. Ne, ich habe es da, glaube ich, auch beim letzten Mal so ein Bild von Suicune reingestellt, wo dieses Suicune einfach hochgerendert ist und du jedes einzelne Fellhärchen siehst von Suicune. Oh, es schaut jetzt schon geil aus. Mhm. Dass man es jetzt so hart betreibt, glaube ich sicher nicht. Also wenn, dann denke ich mal, wird es wirklich eher so in dem Style von, oder in dem Grafikumfang von einem Zelda sein. Gut, aber nicht also mega hart. Das wäre auch zu aufwendig, glaube ich. Viel zu aufwendig. Würde die Switch auch gar nicht packen. Ha. Sorry. Ja. Ja und nein. Pocken ist halt ein klein gerenderter Bereich. Ja. Das ist viel einfacher als eine Open World in der gleichen Grafik. Das ist nicht machbar. Also, ich würde sagen, abschließend zu dem Punkt könnte man sagen, so wie es ist, ist es auf jeden Fall mal. Es geht in eine gute Richtung. Ja, also das ist akzeptabel. Ja. Wenn es jetzt es ist nicht too much, aber es ist eine gute Weiterentwicklung, genau. Denke ich mal. Nächster Punkt. Für mich sehr gut. Für mich auch. Für euch auch. Arenen sind zurück. 4 auf den Kanto-Inseln und 4 in der neuen Region. Danke, 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 danke. So. Das heißt, sie haben auf die Fans wirklich gehört. Yes, schön. Also war auch, denke ich mal, absehbar natürlich, dass die Arenen zurückkommen. Wenn man jetzt mal einfach mal ganz rational sieht, die Prüfungen waren jetzt nicht so schlimm oder bescheuert, aber ich finde, die Arenen gehören einfach zur Identität von Pokémon dazu. Das war schon immer so und ich denke mal, das ist jetzt eine Sache. Ich meine, klar, Sachen entwickeln sich weiter, aber ich finde so Kernsachen, die sollte man schon beibehalten und Arenen gehören einfach zu Pokémon. Fertig. 16 Orden wäre natürlich auch geil. Wenn Kanto als separate Region gehandelt wird und die Hauptinsel und dann man macht erst diese Kanto-Reise um die Flo Insel hat doch gerade Zahlen genannt. Was steht da? 4 auf den Kanto-Inseln und 4 in der neuen Region. Also ich schätze mal 4 auf den Inseln drumherum und 4 auf der Insel, auf der großen 9 in der Mitte. Das heißt dann aber ja auch gleichzeitig, wenn wir jetzt nochmal das Ganze auf die Regionsache verbinden oder übertragen, dass ja mal mindestens 4 Arenen komplett zerstört sein müssen oder dass Teile von Kanto untergegangen sind. Weil es fehlen ja dann theoretisch. Es fehlen theoretisch 4, ja klar. Na, also ist das halt echt. Die Zinnober-Insel existiert ja schon seit längerem nicht mehr. Genau, die Zinnober-Insel, die war sowieso schon in Gold und Silber, beziehungsweise in Hartgold, Gold, Silber hinfällig. Vertania City könnte aufgegeben worden sein, weil Gary Eicher jetzt der Professor ist, der sich ums Labor kümmern müsste. Wäre vielleicht. Auf dem Weg nach Vertania City. Oh Gott. So ein Karaoke-Abend, das wäre doch auch cool, Leute. Nein. Nee, niemals. Das kann man dann. Das kann so man so viel Alkohol hat Stefan nicht. Das kann man dann nach dem Filmabend machen. So viel Alkohol kann ich gar nicht trinken, dass ich zu singen beginne. Wirklich, davor falle ich ins Koma und sterbe. Also, dann können wir bei Stefans Beerdigung singen. Ist doch auch nicht schön. Oh, bitte nicht. Wie bei Hangover. Fängt PPP an, wie dieser dicke Typ da zu singen, Alter. Oh Gott. Naja. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Vielleicht noch, weiß nicht, oder wolltest du ja, noch? Genau. Johto existiert noch, mit einigen Änderungen hier und da. Man kann es besuchen, aber es gibt dort keine Arenen mehr. Das liegt daran, dass Johto eine neue Route mit ihren Trainern einschlagen möchte und den Pokémon und Trainern so eine neue Bindung geben möchte. Das Konzept erinnert an also eine verbesserte Inselwanderschaft. Also das heißt quasi Post-Story. Genau, quasi. Muss ja. Post-Story sein. Finde ich aber ganz geil, eigentlich, wenn ein Spiel eine größere Post-Story hat, weil du einfach viel mehr zu tun hast. Ja, wenn du einfach danach noch mehr machen kannst.
Ah ja, ein vor allem, wo du auch neue Sachen hingehen kannst. Ich fand zum Beispiel, wenn ich das jetzt gerade nochmal so einwerfen darf, ich fand zum Beispiel in Sonne und Mond mega lame, du warst einfach fertig. Wenn du, ja, wenn du das Spiel gespielt hast, hast du alles gesehen, was es gibt. Du konntest zwar überall noch irgendwie irgendwas machen, aber du hast schon alles gesehen. Du bist nicht an neue Orte gekommen. Und genau das ist das, was ich ja beim letzten Mal. Wenn man sich jetzt diese Inselwanderschaften oder allgemein diese Inselprüfungen als Instanz vorstellt, wie in einem World of Warcraft oder bei Destiny in so ein Raid oder sowas, dass du in eine Höhle gehst, wo ein Boss Pokémon ist, wo du durchkämpfst und Items farmen könntest oder sowas, ne? Dass du bei einer bestimmten Chance von 10% irgendwie einen bestimmten Ball finden kannst in dieser Inselprüfung oder sonst irgendwas. Dann ist es halt auch etwas, was du öfters machst. Ne? Und so einfach auch wieder viel mehr Zeit totschlagen könntest. Also man kann da, glaube ich, ziemlich viel machen aus der Idee. Also es hört sich auf jeden Fall an, als wäre das Spiel langzeitmotivationstechnisch auf jeden Fall besser als die anderen. Gut dabei. Oder halt die alten, ja. Gut dabei, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, Platin hatte auch eine coole Post-Story, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ich weiß es aber nicht. Platin habe ich nie gespielt. Post-Story war doch Giratin, ne? Nee, ich weiß gar nicht, ob das Post-Story... Nee, das war nicht Post-Story. Nee, Platin hatte diese Kampfinsel, ne? Genau, dieses Wellness-Resort quasi. Ja, Schwarz-Weiß hatte ja eigentlich dann auch eine gute Post-Story. Ich meine, ich habe sie nicht mehr gespielt, weil ich dann meine Nuzlocke verloren habe. Aber hatte auch eine Post-Story, ne? Wo du nochmal diese ganzen Typen dann suchen musstest und so weiter. Also das wäre auf jeden Fall eine schöne Post-Story einfach, wo du, wenn du fertig bist mit dem Spiel, einfach noch selbst Sachen machst. Vielleicht nicht unbedingt dazu gezwungen wirst, sondern du halt einfach irgendwie was machen kannst. Ja, eben. Fände ich eigentlich ganz cool. Ein Gerücht habe ich auch noch gehört heute, dass es möglich sein soll, also dass die Welt mehr Open World sein soll als sonst, oder als bisher. Und zwar, dass man sich aussuchen kann, welche Arena man macht. Also, dass man nicht fest... dass man nicht festen Pfad abfährt. Du musst erst zu dieser Stadt und den Orden machen, dann zu dieser Stadt und den Orden machen, sondern man kann, egal mit welcher Arena anfangen oder egal mit welchem Ort anfangen, und das Level der Arenaleiter orientiert sich nach deinem Team quasi, nach dem Durchschnittslevel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder der Durchschnittsstärke deines Teams. So wie es ja eigentlich schon immer im Anime war. Also man hat direkt in der ersten Staffel vom Anime mehr oder weniger gelernt, dass ein Arena, oder Rocco hat es einem erklärt, dass ein Arenaleiter mehrere Pokémon hat und sich dem Level seines Gegenübers anpasst und ein dementsprechendes Pokémon nimmt, damit er eine Herausforderung ist und den Trainer testen kann, aber es halt nicht unmöglich für den Trainer wird, den Arenaleiter zu besiegen. Also nach dem Motto, du hast den ersten, zweiten Orden und dann sagst du dir, ach komm, jetzt mach ich den achten Orden. Und genau. Dann ist das Level an den dritten Orden angepasst. Sozusagen. Richtig, genau. Also es ist an, genau. Was so halt in ungefähr. Wäre. Genau, also das heißt, wenn du jetzt Level 20er Pokémon hast und du hast nur Level 20er Pokémon oder über die ganze Story, keine Ahnung, du willst immer wieder neue Pokémon fangen und mit neuen Pokémon anfangen, dann wird auch dein letzter Orden, wenn du 7 Orden hast und du machst den letzten Orden, nicht astronomisch hoch sein und du kannst nicht mit einem neu gefangenen Pokémon antreten, sondern wenn du dann ein Team aus 6 Pokémon mit Level 15 Pokémon hast, dann kannst du trotzdem da antreten und dir den 8. Orden holen. Nice. Ist eigentlich geil, weil es macht einfach so, es gibt dir eigentlich so viel mehr die Chance, oder es macht es dir leichter, dein Team immer wieder umzubauen und umzustrukturieren. Und du hast nicht die Sache oder das PvP-Phänomen, dass deine Pokémon irgendwann overleveln können. Richtig, oder das, genau. Es gibt kein Overleveln mehr und es gibt kein Unterleveln mehr und keine Hardcore-Grinding-Sessions. Vielleicht fallen die Level ja auch komplett weg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre zu hardcore. Ich ganz ehrlich sagen. Dann gibt es nur noch WP wegen Pokémon Go. Oh, no, bitte nicht. Also das wäre nicht katastrophal. Das wäre Untergang. Das wird nicht passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird nicht passieren, nein. Also, wenn sie jetzt schon die Arenen zurückbringen und dann die Level rausnehmen, puh. Let's go, Pikachu, let's go, tschüss. Okay, nächster Punkt. Let's go, nächster Punkt. Es gibt viele Anspielungen. Ach nee, das hatten wir schon mit einer Region. Null, oder? Nee, das hatten wir noch nicht. Es wird spät. Es gibt viele Anspielungen auf die anderen Regionen, aber man kann sie nicht besuchen. RIP. Was jetzt nicht. Ja, schön, gut. Drei Regionen, denke ich mal, sind auf jeden Fall aber schon mal ein neuer Rekord für Game Freak.
Aber warum dann die Anspielungen? Sind das dann vielleicht sogar schon Anspielungen auf ein Nachfolgespiel? Kommen wir noch zu. Ach, das kommt auch noch. Okay. Wie viele Punkte hast du noch auf der Liste, wenn ich fragen darf? Das 3 sind jetzt noch. 3, ah, gut, okay. Ja, nächster Punkt. Jeder, der denkt, dass die Spiele Tragödien und denkt, dass die Spiele Tragödien und schlecht werden, der Satz war so ein bisschen komisch, braucht einfach Geduld. Ich war mein ganzes Leben Pokémon-Fan und diese Spiele werden die bisher besten sein. Nintendo hat sich mit diesen Spielen selbst übertroffen und es wird euch begeistern, wie toll sie sind. Also sagt er jetzt schon zum zweiten Mal, die Spiele sind geil. Ja, aber er sagt, dass jeder denkt. Er ist sehr überzeugt von seiner Arbeit. Genau. Das glaube ich aber auch erst, wenn ich sehe. Ja, also Tragödien, er will halt grundsätzlich damit sagen, dass viele denken, dass eine Tragödie in einem Spiel oder deute ich das richtig? Keine Ahnung, das ist so komisch übersetzt. Nein, er meint das, jeder, der denkt, dass die Spiele Tragödien und schlecht werden. Das Spiel ist eine Tragödie. Ach so. Das wird eine Tragödie. Ah, so meint jetzt, er das. Okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ah, okay. Das war jetzt zum Beispiel jetzt mein erster Gedanke, dass die Spiele eine Tragödie werden, weil allein schon der Name, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, das ist für mich schon sowas wie Pokémon Puzzle, ey. In die Spalte wird das für mich irgendwie gedrückt. Ja, oder wie hier Inspector Pikachu. Oh Gott. Ich hab's aber noch nicht gespielt. Immer noch nicht. Gibt's da schon Meinungen von anderen zu diesem Spiel? Keine Ahnung, es hat irgendwie gefühlt niemand gespielt. Ja, irgendwie schon. Naja. Vielleicht gönn ich's mir doch mal noch irgendwann. Mal gucken. Ja, der nächste Punkt ist ein bisschen dämlich. Ich weiß nicht, wann die Spiele angekündigt werden, aber ich kann euch nur raten, euch das Switch zu holen. Aber da hat Stefan ja noch was zu erfahren. Ja, genau, Leute. Hier sagt er jetzt zwar, er weiß nicht, wann die Spiele angekündigt werden, aber aktuelle Gerüchte, vielleicht habt ihr es schon gehört, sind der 31. Mai. Also in 4 Tagen oder je nachdem, wann dieser Podcast hochkommt, 3 Tage. 3 Tage? In 3 Tagen wissen wir vielleicht sogar schon, wie die neuen Spiele heißen. Also am Donnerstag, um genau zu sein. Really? Ich weiß nicht, ob Nintendo und Nintendo Direct angekündigt hat für Donnerstag nicht, im Allgemeinen. Weil dann wird es natürlich Sinn geben, wieso dass die Spekulationen hier sind. Warte mal, ich google mal schnell. Google mal eben. Dann kommen wir zum letzten Punkt auch gleich schon. Zu dem Punkt, der PPP sehr glücklich machen wird. Ja. Remakes zu Diamant und Perl sind derzeit in Arbeit. Es sind die hierauf folgenden Spiele. Wisst ihr was, aber mein Hund erwartet hat sie angefangen zu bellen. Sorry, sag nochmal. Entschuldigung. Es sind die hierauf folgenden Spiele, aber erwartet sie nicht in naher Zukunft, allerfrühestens 2020. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich bin happy. Danke, das war's. Das ist das, was ich hören wollte. Ja. Alles andere interessiert mich nicht. Also ich habe jetzt nichts gefunden, ob schon irgendwie eine Nintendo Direct angekündigt wäre von Nintendo für den 31.05. Aber warten wir es mal ab. Ne? Also momentan. Wisst ihr was? Ich habe am 31.05. Feiertag. Ja. Und dann also wir mal. Ich muss sagen, das ist jetzt gerade, das freut mich gerade mega. So, ja. Mit Remake und Perl mal gucken. Ja, also wie gesagt, es sind natürlich alles nur Leaks, es ist nichts confirmed. Es kann auch sein, dass wir jetzt hier gerade 1 Stunde und 10 Minuten über absoluten Bullshit und Nonsens gelabert haben. Was das jetzt eigentlich? Das waren jetzt alle Leaks, ja. Aber es viel davon hört sich sehr echt an. Sehr echt an. Ja, es hört sich sehr echt an. Man hat vieles im Voraus auch schon gehört, was jetzt dadurch irgendwie bestätigt oder nochmal bestätigt wurde, dass man sagen kann, so ja. Es könnte tatsächlich möglich sein. Also, ich bin gespannt. Also, wenn die Spiele so werden, wie die Leaks das jetzt sagen und vielleicht zusätzliche Spekulationen von uns da reinfließen, Hammer. Also, da freue ich mich persönlich drauf. Es hört sich jetzt auf jeden Fall schon mal gut an und das, wo man sagen kann, okay. Das Einzige, was jetzt hier gar nicht behandelt wurde in diesen Leaks, ist die Online-Funktionen, wie es mit dem Online-Modus aussieht. Ne, ob man wieder sowas wie ein Festival Plaza bekommt oder ich hoffe nicht. Ich habe jetzt heute auch schon gehört, dass es so laufen soll, dass man ein Telefon im Spiel bekommt, sage ich mal. Ne, also so wie es wie ein Pokécom oder was auch immer, indem man seine Freunde adden kann und die dann zu einem Battle oder zu einem Tausch einladen kann.
Was aber an sich eigentlich dann wieder ein Rückschritt wäre, weil man hatte ja schon so viel mehr wie jetzt mit Pokémon Plaza, wo man andere Sachen auch machen konnte. Deswegen, ich glaube einfach mal, es geht auch nochmal da hier einen Schritt nach vorne. Ich hoffe es. Es ist mir alles scheißegal. Es kann alles kommen, was will. Hauptsache es läuft anständig und zuverlässig, weil das Questival Plaza in Sonne und Mond war absolut katastrophal, was Zuverlässigkeit angeht, wenn du mehr als 3 Leute in deiner Freundesliste hattest. Ja. Auch kein Fan vom Festival Plaza, absolut. Nee, ich auch nicht. Also, aber irgendwie ist euer persönliches Fazit jetzt noch. Also ich bin Dennis, gehypt. Was? Ich bin oder, gehypt. Oder Stefan. Ich bin nach wie vor immer noch gehypt, ja. Ja. Ich auch. Also ich bin jetzt langsam gehypt, weil bislang war bei mir so Gen 8 überhaupt nicht die, wie gesagt, die Leaks von heute habe ich auch überhaupt gar nicht mitbekommen oder so. Aber jetzt so, ist nice. Ja, der Podcast ist eine gute Idee, da bekomme ich dann die neuen Sachen auch irgendwie mal mit. Ja, es ist einfach, dass wir alle up-to-date bleiben, ne? Sobald irgendwie was Neues kommt, labern wir drüber, machen wir einen Podcast. Ja, und sehr jetzt nice. Heute also haben wir tatsächlich eine Stunde lang totgeschlagen mit diesen neuen Leaks. Und eigentlich ja, nur... Heute kein Off-Topic. Kein Off-Topic, ich weiß es nicht. Aber wir können auch noch ein bisschen weiter... Wir sind ja noch nicht am Ende. Keiner hat gesagt, wir beenden das Ganze jetzt. Ja? Wir können jetzt... Hat sich gerade so angehört von PPP. Wir dürfen eine ganz wichtige... Ich wollte nur dieses Thema abschließen. Ich wollte nicht den Podcast abschließen. Ja, genau, also wir können aber, jetzt... Leute, ja. Was wir vielleicht am Anfang des Podcasts in Zukunft machen sollten, wir haben ja einen wunderbaren Wanderpokal, was wir jetzt gar nicht vorbereitet haben. Ja. Denn wir haben ja den Depp des Podcasts ist gekürt und da müssten wir eigentlich alle stimmen. Ihr, nicht wir. Ihr habt den Depp des Podcasts gekürt. Ja, da kann ja mal hier auf seinen Kanal gucken eben. Genau. Und da müssten wir eigentlich jetzt mal gucken, wer wieso denn bei den Einzelnen, also ich guck mal bei mir auf dem Kanal. Genau, das wäre jetzt super. Ich habe nämlich meine Seite schon aufgemacht und ich habe grandiose 0 Stimmen für Dennis von 23. Ja, ich auch nicht. 23 haben auch bestimmt. Auch nicht. Jetzt kann man das sehen? Wo kann man das abstimmen? Sehen? Oh, wow. Die du gemacht hast. Wie interessant. Ja, also Dennis hat bei mir gerade tatsächlich auch keine Stimme bekommen. Also würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch zum 4. Platz, Dennis. Du bist nicht du bist der Depp des Podcasts. Der beliebteste und der am wenigsten redet, irgendwie. Ja, ich komme halt nicht zur Geltung wie ihr. Deswegen, ihr labert so viel Scheiße, dass ihr einfach selten seid. Dann, also bei mir teilt sich der 2. Platz Flo und Marc mit 2 Punkten jeweils. Hahaha, witzig. Ich weiß jetzt nicht, wie sieht das bei euch aus? Also bei mir hat Stefan tatsächlich auch 0%. Wow, Wahnsinn. Tatsächlich, okay. Wer ist bei dir der Depp des Tages? Bei mir ist es der Sascha mit 66% und ich habe 33%. Wie viele Stimmen sind es? Und jetzt kommt der Stefan. Keine Ahnung. Jetzt kommt mein Video. Bei mir ist es tatsächlich, also Dennis 0%, Stefan, also ich, habe 9%, dann... Und es, obwohl ich jetzt gerade noch für den Sascha gestimmt habe, der Sascha mit 18%. Was? Und dann kommt der Flo mit grandiosen 72%. Also ich muss sagen, das ist wirklich aussagekräftig. Warte, wie viele Stimmen sind das für Flo? Weil das müssten wir eigentlich auseinanderrechnen, weil bei mir sind es tatsächlich 82%, die für mich sind. Ich habe aber die Umfrage vielleicht ein bisschen provokant gemacht. Vielfaches von 9, 11 Leute insgesamt, die abgestimmt haben. Das heißt, einer hat für mich abgestimmt. Nee, du kannst das doch sehen. Stefan, geh mal so, in deine Analytics. Ich kann in die Analytics gehen. Du kannst dir das doch angucken. Da kann ich mir das angucken, genau. Okay, dann wait. Video Manager. Weil dann müsste es nämlich eigentlich ein bisschen anders sein. Ich hoffe mal, dass bei dir zumindest mal mehr Leute abgestimmt haben als bei mir. Ich hoffe mal nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass bei mir so viele abgestimmt haben. Das wäre ziemlich traurig. Weil ich bin es nicht anders gewohnt von meiner... Meine Community ist sehr passiv. Sie genießen meine Videos, aber sie hassen es, mit mir zu interagieren. Ich liebe euch trotzdem alle. Es ist kein Hate an meine Community. Sie lieben deine Videos, aber sie hassen dich abgrundtief, Stefan. Ja, Umfrageergebnisse. Genau so es sind tatsächlich... Nee, es sind 11. Ja doch, es sind 11 Leute, die abgestimmt haben. Wow. Bei mir. Ich bin enttäuscht. Ja, das heißt dann, ich habe tatsächlich letzte Folge den Depp des Podcasts. Wieso, wie viel haben für dich gestimmt? 19. Oh, wow, so viel. Holy shit, ja, du bist der Depp des Podcasts, Sascha. Herzlichen Glückwunsch. Bei mir sind es noch 2, also 21. Ich hätte gerne einen Applaus, wenn es geht. Ja. Sascha ist der Depp des Podcasts. Okay. Des letztwöchentlichen Podcasts. Ne? Also ab sofort müssen wir das dann am besten am Anfang von der Serie
Oder? Oder sagen wir das habe ich ja gesagt, das ist mir gerade mal so in der Folge eingefallen. Ah, da war ja was, ne? Da war dann kriegt jeder mit. Genau, das war immer den Podcast starten mit der Kürung, denn des Depp des Podcasts, wer der heutige Depp des Podcasts. Also heute warst du der Depp des Podcasts, Sascha. Was? Heute warst du der Depp des Podcasts. Also ich bin der vom letzten halt. Bitte? Ja, genau. Oder der vom letzten. Ach so, ja, stimmt. Du warst beim letzten Podcast. Nein, der vom ersten. Ja. Genau, du warst der Depp des Podcasts vom ersten Podcast. Episode. Du warst unser erster Depp des Podcasts. Ja. Das ist doch toll. Nice. Und schauen wir mal. Also Leute, es gibt natürlich wieder die Abstimmung zum Depp des Podcasts. Wer war heute der Depp? Wer hat heute am meisten Schwachsinn gelabert oder zu wenig gelabert? Dennis. um auf mich, okay. Nein, also sucht es euch aus, wer war ich am unsympathischsten oder wer war einfach am deppigsten? wer war einfach der Depp heute? Wer und lasst uns wieder in der Umfrage wissen und nächste Woche küren wir dann auch hier wieder einen Depp des Podcasts. Gut. Ja gut. Gibt es noch irgendwas, was in der letzten Woche passiert ist, was irgendjemand noch unbedingt ansprechen möchte? Bezüglich Pokémon. Off-Topic. Off-Topic gibt es tatsächlich. Was habe ich vorhin gerade gelesen? Hat die Tagesschau.de gepostet. EU will Strohhalme und Co. verbieten. Was? Ist mein Ernst. Ich lese kurz vor, warte, die Seite lädt gerade. Wahrscheinlich wegen dem Plastik, ne? Ja, genau. Die EU-Kommission will einmal Produkte aus Plastik verbieten. Dazu zählen etwa Strohhalme, Luftballonhalter oder Rührstäbchen. Am Montag, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt prinzipiell nicht sinnvoll, sinnvoll, wenn man sagen würde, man verbietet einmal Besteck, weil ich war bei so vielen Geburtstagen, wo fucking einmal Besteck war, obwohl man zu Hause ist und das Zeug einfach in die Spülmaschine stecken kann, das finde ich unnötig. Aber Strohhalme, what? Ja, also das ist, man kann jetzt natürlich hier auch irgendwo ein bisschen drauf gehen, dass die ARD oder die Tagesschau hier bisher mit Clickbait arbeitet und so weiter, weil die EU hat ja jetzt explizit gesagt, sie wollen Strohhalme nicht mehr, oder sie wollen Strohhalme verbieten, sondern halt eben dieses Plastik. Und ich denke mal, dass es da eher, wie du schon sagst, auf diesen Fokus geht von Plastikbesteck, von Plastikbechern, die man anderweitig vielleicht auch machen könnte, ne, Pappbecher oder so. Gibt es ja genug Alternativen. Gibt eigentlich. Ja genug Alternativen. Bei Strohhalmen jetzt vielleicht nicht. Ein Papp-Strohhalm wäre kacke, weil dann nimmt man. Stell dir mal vor, ein Strohhalm aus Stroh. Ja, oder aus Holz. Mm, lecker. Oh, geil, kriegst du so einen Splitter, ziehst du dir nicht rein. Nice. Aber super. Hauptsache Bio. Ja, genau. Ich meine, es gibt ja mittlerweile Hauptsache vegan, gesehen. Hauptsache vegan, jawohl. Einweggeschirr aus Laub. Habt ihr das schon gesehen? Nee. Ja, es sieht total freaky aus und ist schweineteuer, aber es gibt's. Teller aus Laub. Geil. Zum Wegwerfen. Eigentlich absolut gar nicht so genial. Schlecht. Ja, also. Nicht schlecht. Was mir diese Woche passiert, ich weiß nicht, ich glaube, es war die Woche, aber ich hatte wirklich einen Kunden, der sich so dermaßen darüber aufgeregt hat, dass bei, ich sage jetzt, wenn ich von uns rede, rede ich jetzt von Deutsche Post DHL, weil da arbeite ich ja, dass sich so darüber aufgeregt hat, dass ein Paket schon zum zweiten Mal im Versandzentrum stecken geblieben ist oder rundgelaufen ist, dass er nie wieder mit der DHL irgendwas verschickt haben will und gesagt hat, dass er immer, wenn irgendwie DHL irgendwas verschicken würde, dass er das gerne mit dem Versender absprechen würde, dass er das gerne abholt. Das war absolut mein Fail der Woche oder mein Win der Woche, jemand, der DHL so dermaßen hasst, dass er sogar DPD oder UPS oder Hermes vorziehen würde. Wow, das ist also wow. Der Typ kann nicht ganz helle sein. Nee. Also muss man mal sagen. Übrigens, ja? Hermes hat die Woche auch schon wieder ein Paket bei mir vor die Tür gestellt. Wahnsinn. Hat mein Bruder wohl erzählt. Es hat wohl geklingelt. Bei uns auch. Es hat wohl geklingelt, dann wollte er runtergehen und das Paket hat vor der Tür gelegt und er war gerade am Wegfahren. Wow. Das ist Standard von diesen Dingen. Als ich Samstag ist bei uns ein Paket gekommen von der Deutschen Post, / DHL, ist ja inzwischen eins. Und ich warte, bin in meinem Zimmer gewesen und hab so gewartet, hab's klingelt, war allein zu Hause, hat nichts getan. Irgendwann so nachmittags bin ich halt rausgegangen, liegt schön auf dem Gartentisch, das schöne Amazon-Paketchen. Da ich mir so, super. Good job, guy. Weißt du, zwei Schritte entfernt von einem Schuppen, wo er es reinlegen darf, weil es von uns so angeschrieben ist, aber schön auf dem Gartentisch gelegt. Good job. Wollte halt nur nett sein. Läuft. Dass du es auch wirklich siehst, das Paket.
Bei uns im Bundesland ist ein Postauto abgebrannt auch. Das haben sie bei uns in die Gruppe, in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Das hat ganz interessant ausgesehen. Wenn so ein Postauto abbrennt. Ein schöner Anblick, du. Ja, Hammer. Also, wo wir bei Bränden sind. Im Europapark ist ein Themengebiet abgebrannt gestern. Das habe ich auch gesehen, ja. Holland ist abgebrannt. Wo ist was abgebrannt? Holland. In Holland und Skandinavien ist was abgebrannt. Oh. Ohne Holland fahren wir zur WM. Oh, ist ja wirklich so. Apropos WM, die geht doch jetzt dann auch los, oder? Ja, stimmt. Wann ist da denn der Startschuss? Am 14. Juni. Wow, das ist ja echt bald. Demnächst, ja, stimmt. Freut ihr euch? Wann ist denn dann das Ende von der WM eigentlich? Könnte am das 15. Juli. Am 15. Ah, schade. Wisst ihr, was witzig wäre? Wenn das Finale von der Weltmeisterschaft gerade so irgendwie mit dem Pre-Release sich überschneiden würde. Ah, das wäre zu hardcore. Okay, wenn Stefan das sogar sagt, dann. Okay. Naja, so hardcore wäre das nicht, denn Deutschland kommt ja nicht ins Finale. Ey, jetzt nicht so pessimistisch. Ja. Ich bin nicht pessimistisch. Wir haben dieses Jahr beim Eurovision Song Contest mehr Punkte geholt als in den letzten Jahren zusammengerechnet. Also können wir dieses Jahr bei der WM auch vielleicht zumindest mal weit kommen. Ja, das schaffen wir. Das waren sowieso das nur Mitleidspunkte, weil so wie wir das ja eh schon erfahren haben, hat ja auch bloß was Israel hat gewonnen, oder? Ja, und Israel, wieso hat Israel gewonnen? Weil es Mitleidspunkte waren. Ja, weil sie sonst aus dem Eurovision-Dingens da rausgeflogen wären oder so. Irgendjemand hat das wäre ja auch nur gerechtfertigt, weil es nicht Europa ist. Ja, und deswegen waren sie alle so mitleidig gestimmt und haben sie gedacht, ach komm, wenn wir den Israeliten schon Punkte geben, damit sie bei uns bleiben können, dann geben wir den Deutschen auch mal wieder ein paar Punkte ab, weil die waren die letzten 10 Jahre sowieso immer letzter. Oh Gott. Schrecklich. Ja, gut. So viel zumindest mal dazu. Haben wir dann noch was Wunderschönes, was wir unbedingt noch an die Welt herausposaunen müssten? Gibt es noch irgendwas Neues, oder? Tolles aus der Welt? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Es ist Sonntag, das Wochenende ist vorbei. Scheiße, ich muss morgen wieder arbeiten. Es ist verdammt warm. Es ist die nächste Woche wird geil. Warm. Wisst ihr, was witzig ist? Also ich gehe jetzt morgen arbeiten, am Dienstag habe ich frei, dann gehe ich am Mittwoch arbeiten und am Donnerstag habe ich frei und dann gehe ich am Freitag wieder arbeiten. Alter, ist ja aber am Samstag muss ich... What a life. Haha. Denkt sich Flo, der einfach in seinem fucking Bett bis 9 Uhr morgens oder 10 Uhr morgens liegt, sich dann gemütlich keine Tasse Kaffee holt, weil wir das ja in der letzten Folge besprochen haben, und sich so denkt, ha, die anderen Spasten müssen jetzt arbeiten. Ich mir so, PPP, der Vollidiot ist jetzt am Arbeiten, während ich hier einfach sitze und nichts tue. Ja. Genauso denke ich mir das. Tja. Dafür kann ich mir ein Whirlpool leisten. Dankeschön fürs Zuhören bei dieser wunderschönen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall eine wunderschöne positive Wertung da. Lasst uns bitte keine iTunes-Rezension da, sondern schreibt uns einen guten Oldschool-YouTube-Kommentar. Genau. Yay. iTunes. ihr könnt auch übrigens, wenn ihr über Soundcloud hört, ja, ihr könnt auch in Soundcloud Kommentare schreiben. Habe ich gesehen. Geht? Haben das Leute getan? Geht? Nein, ich glaube nicht. Ich warte mal, ich gucke mal. Nein, so ganz selbstverständlich. Nein, nein, es kennt doch niemand unser Soundcloud-Dingens. Also Soundcloud, ganz normal, Pokémon JM, googeln. Unser Podcast Episode 1. Ja, googeln. Unser Podcast Episode 1 wurde auf Soundcloud ganze 3-mal gehört. Ich kann confirmen, dass mindestens einmal davon ich war. League confirmed. Und es hat 2 Herzen. Eins davon warst du. Eins davon war ich. Das zweite wahrscheinlich auch. Also ich hab's wir haben ja, also es gibt einen Pokémon JM Soundcloud Account jetzt, wo der Poketalk Podcast hochgeladen wurde, und ich habe natürlich noch meinen privaten Soundcloud, und mit dem privaten Soundcloud habe ich natürlich einmal den Podcast durchgehört, als ich im Bett gelegen bin, und einmal ein Herz dagelassen. Also wundervoll. Also prinzipiell haben wir Soundcloud ja jetzt eigentlich nur, damit ihr eine relativ einfache Möglichkeit habt, das runterzuladen. Ich weiß jetzt nicht, wie einfach das ist, aber es ist auf jeden Fall für mobile Endgeräte auf jeden Fall einfacher runterzuladen als YouTube. Runterladen weiß ich gar nicht, ob überhaupt geht. Muss ich vielleicht noch freischalten. Aber man kann sich es auf jeden Fall unterwegs besser anhören als auf YouTube. Weil in YouTube muss man ja in der App bleiben, und Soundcloud kann man wie Spotify oder sonstiges einfach schließen oder das im Auto auch hören. Übrigens demnächst YouTube Premium geben, fällt mir gerade ein. Da kannst du dann dafür bezahlen und dann kannst du die Sachen im Hintergrund dir anhören. Cool, ne? Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ah, wow. Soll demnächst kommen. Cool. Ja, das wäre tatsächlich mal cool.
wo du dann auch werbefrei auf ganz YouTube bist und ich weiß gar nicht, wie das dann mit dem Monetarisierungssystem für die YouTuber funktionieren soll. Ob du dann pro Klick was bekommst, was prinzipiell geil wäre, weil dann Adblock wegfallen würde. Aber ich denke, das ist eine Sache, die kann man irgendwann anders nochmal ansprechen und diskutieren. Es sei denn, ihr wollt das jetzt noch gerade diskutieren. Nee, können wir uns auch fürs nächste Mal oder einfach gar nicht. Wir sind wunschlos glücklich. Ich hoffe, ihr seid es auch, nachdem ihr diesen wunderschönen Podcast hört. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne gute Nacht oder eine wunderschöne Schicht, je nachdem, wann ihr das oder jetzt hört. Schönen oder Schultag oder einen schönen Hausaufgabenabend, Nachmittag oder was auch immer. Eine schöne Autofahrt. Vielleicht haben wir euch ja gerade sogar eine Doppelstunde Deutsch versüßt, wenn ihr das gerade einfach sneaky nebenbei gehört habt. Bei anderthalb Stunden. Dann schaltet jetzt aus und hört auf den Lehrer, Gottverdammt, ey. Ja, nee, ja geht in die Schule, lernt und Schule ist wichtig. Meine Videos. Bildungsauftrag erfüllt. Danke. Nicht abgearbeitet. Yeah. Würde ich sagen, können wir jetzt so langsam aber sicher. Das Ende. Das vergesst Outro. Nicht den Deppen des Podcasts. Den Deppen des richtig, Podcasts. Ganz wichtig. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt eh keiner mehr hört. Doch, den Jingle, den hört sich jeder immer noch an. Ja, gibt's denn heute wieder denselben Jingle oder heute mal einen anderen Jingle? Wir müssen mal gucken. Wir gucken mal, was für ein Jingle wir haben. Bekommt ihr heute einen neuen Jingle? Vielleicht bekommt ihr einfach mal Jingle Bells, ja. weil wir brauchen ja am Ende noch einen Jingle Bells. Jingle, natürlich. Am Anfang auch einen Jingle. Ja? Da brauchen wir jemanden, der Jingle den Bells singt, ja so der den einsingt. PvP, du singst doch so gern. Sing uns doch mal einen Jingle ein. Nein. Aber Jingle Bells ist ja so ein ganz kleiner Stream. Stream Insider von mir. Also Jingle Bells wäre theoretisch gar nicht so schlecht. Nein. Also ich möchte keine PPP-Insider auf meinem Kanal. Eher schieße ich mir ins Knie, ey, bevor ich hier Tingle Bells als Endmelodie einspiele. Dann mach, was du willst. Dann spielen wir ein, wie Stefan sich ins Knie schießt. Tschüss. Genau. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.